Dieses Mal bei Streter Bender Streberg. Womit andere aufhören, fangen wir an. Hast du erkannt den Akkord? Ja, sie ja. Jetzt Streiter Bender Streberg, der Podcast. Bei Thorsten Streiter, Hennes Bender und Gary Streberg. Ja, was war das denn? Bond. Ja, Bond, genau. Das war ein E Major 9. Ja, ja. So. Heißt, sagt man, E Major 9? Das Interessante ist, sie Major 9 an Deck. Major 9! Das Interessante ist, aber die 8 sind verbrannt. Ich könnte jetzt nicht sagen, aus welchem Film das war oder so. Kommt jedem vor. Es ist das Bond-Thema. Auch Bond-Thema. Das Bond-Thema. Auch heute das John Barry-Bond-Thema. Ja, pass auf. Nochmal, ich mache Schluss. Mach nochmal. Ja. Es ist weder ein Moll noch ein Dur-Akkord. Das ist das Tolle bei den Major. Das könnte alles sein. Ja. Ne? Und das Ende ist offen durch die 9. Der Major Moll. Genau, nochmal. Und das kann man also auch GEMA-frei abspielen, weil das nur ein Akkord ist. Aber jeder weiß Bescheid. Okay. Warum habe ich den Akkord wohl gespielt, Gary? Es hat irgendwas mit James Bond zu tun, vermute ich mal. Geht es? Kannst du weiter erzählen, wenn ich, deswegen habe ich dich angesprochen, damit du weiterredest. Weil der neue Bond-Trailer ist ja jetzt online. Falsch. Nicht? Schon falsch. Bitte geh. Wegen dieser Frau, wie heißt sie noch? Billie Eilish, genau. Nicht Billie Elliot. Dieser Frau? Das Bond-Lied ist ja jetzt aus dem Sack, sozusagen. Und ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Ja. Sehr einfach. Ja. Sehr einfach. Ne? Ja. Aber sehr effektiv. Ja. Thorsten, du als effektiv, genau. Es erfüllt ja einen Zweck. Und es, damit es macht für Bohrung durch mit Nut. Genau. Also herzlich willkommen zur 70. Ausgabe von Streter Bender Streberg, 70. Der Podcast. Ich hoffe, euch hat der neue Vorspann gefallen. Ach ja. Da wurde ja 3 Jahre lang dran rumgeschoben. Wissenschaftler aus 5 Kontinenten haben 3 Jahre lang. Aber wir glauben, es hat sich gelohnt. Thorsten, du hast den noch auf dem Schirm. Auf dem Zettel habe ich den noch. Am Zettel, ja, hat man auf dem Zettel. Ja, habe ich noch. Ja, auch wir Fernsehleute sagen wir nicht auf dem Schirm. Sprichst du in der dritten Person Plural von dir? Ja. Wir Fernsehleute. Vier Fernsehleute. Ja, sehr schön geworden. Vielen Dank nochmal an alle, Quincy, an das ganze Team. Nee, das war nur einer. Ja, musst du beim Abspann, das siehst du doch, dass dann hinten, das sind doch mehrere Koreaner, die da dran gearbeitet haben. Nein, Koriander, das war nur Koriander. Das war mein Cousin, Quincy. Und der hat da lange für gebraucht. Ach so eine Familienmauschelei ist das. Ja, das ist so eine Familienmauschelei. Gut. Und ich verlinke mal seinen Kanal, werde ich mal am Ende. Du musst den Link verlinken, das hast du beim letzten Mal gesagt. Ich verlinke mal den Link. Das sehr schön gesagt. Das ging richtig viral. Ich verlinke mal seinen Kanal. Also ein da toller. Könnt ihr mal gucken. Falls ihr einen Job frei habt für Leute, die im VFX-Bereich gerne anrufen, gerne melden. Der VFX-Bereich. Erkläre bitte VFX. Video Special Effect. Nee, ich glaube, es ist FXX oder nicht. Special Effects. Video FX. Ja. FX steht ja für Special Effects. Special Effects. Und das ist halt Video. Visual. VHS heißt auf Volkshochschule. Ja. Ja. Warst du Volkshochschule? Warst du Volkshochschule? Genau. Zimmer 14. war ich noch nicht. Bleib doch hier. Erwin, bleib hier. Da drauf, Steinhöhle. Hallo. Da haben wir schon mal mit angefangen. Aber dieser Vorspann schreit eigentlich nach einem abendfüllenden Animationsfilm. Von uns. Ja, von uns. Warum denn nicht? Ja, bist du geisteskrank? Das dauert 20 Jahre. Deswegen braucht man für sowas ja auch mehrere Leute. Ja. Der Quincy supervisiert das. Der sagt, das macht ihr so. Und dann, die Idee ist, wir drei hüpfen durch unsere Lieblingsfilme durch. Ja. So, du, Weißer Hai, Thorsten Batman, ich Star Wars. Ohne Scheiß, das wäre tatsächlich ein gutes Hörspiel. Ja, wäre eine geile Idee. Wenn die Supernasen die schon zweimal gemacht hätten, wäre es Bombe. Verdammt nochmal. Ja, Supernasen. Bei unserer Zuschauerschaft nicht. Ich wollte gerade sagen, dass jetzt 90% der Leute sagen, Supernasen, wer ist Supernasen? Natürlich. Aber wir sind ja so ein bisschen...
Alt. Die gesetzteren. Alt, wir sind alt. Hier sind es ja so ein bisschen die älteren Herrschaften unterwegs. Und ja, und deswegen haben wir uns sehr auch über den neuen Bond-Song gefreut, denn er ist natürlich auch von einer 18-Jährigen. Von einer 18-Jährigen von Billie Eilish. Ich finde es toll. Ich finde ihn auch. Er ist aber, es gibt ja eigentlich nur zwei Arten Bond-Songs. Wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen, über die Bond-Songs. Es gibt diese Balladen, ja, und es gibt diese Abtempo View to a Kill-Geschichte. Das ist mehr so, Adele ist mehr wie das. Also, nee, Billie Eilish ist mehr wie Adele. Genau, so rum. So wird ein Wump. Willkommen auch die jetzt nur zugehört haben, denen jetzt gerade das linke Ohr weggeblastet worden ist. Hallo. Ist es, muss alle töten, töte ist, alle. Ist der neue? Mache ich hauptberuflich für diese ganzen Jason Bourne-Leute so Wörter, damit sie aus ihrem Schlaf erwachen. Das Wort ist Kuckucksuhr, töte alle, jetzt töte alle, töte den Präsidenten. Sowas. Ah, so Mandalorian, Mandalorian. Mandarin. Ich esse gerne Mandarin, weil die einen hohen Vitamin C-Gehalt haben. Ist der neue Bond-Song zu ähnlich zu, wie verhält sich der neue, ist der dritte Bond-Song jetzt in dieser Balladenrichtung. Ja, weil es natürlich auch ein trauriger Bond ist. Es passt gut zum Thema. Ja. Jemand schrieb, man muss jetzt erstmal auch den Vorspann abwarten, denn ich erinnere nur an Skyfall. Das wirkte natürlich auch durch den Vorspann noch mal viel mehr. Ja. Hat der Song genug Eigenpotenzial, dass er auch ohne den Vorspann... Ja, klar. Super. Ich finde den toll. Und weißt du, so eine englische Version von Hurra, wir fahren mit dem Puff nach Barcelona, das wäre jetzt auch... Wir fahren mit dem Puff? Mit dem Puff nach Barcelona. Da kommen wir wie bei Ocean's 13. Da kommen Rollen unter den Puff. Ja, dann wird der angehoben, das dauert mehrere Monate. Dann fährt man sehr langsam damit nach Barcelona. Genau. Nein, kommt also aber gar nicht den, über die Grenze. Ich finde den tatsächlich gut. Also, und ich bin ja immer super kritisch. Ja, du hast ja, als ich gesagt habe, wer den Bonsong singt, das so, wer ist das denn? Ja, das ist doch gar nicht Mary Rose. Wer ist das denn? Ich kenne die wirklich nicht so gut. Ich habe dann reingehört und konnte mich dann aber anschließen. Doch, die neue. Das ist schon ein toller Song. Der vor allen Dingen nicht ganz so buttercremeartig zugeschissen ist mit Orchestrierung, sondern das famos unterstützt. Ich finde, das Orchester kommt, glaube ich, nach 2 Minuten rein und das kommt so, wird so richtig reingeschoben. Das ist fantastisch. Und am Ende natürlich der Akkord. Ne? Alles in E-Moll. Und lass das Mädchen bitte einfach mal singen. So. Die singt ja toll. Und dann ist da alles. Obwohl man versteht sie der Hälfte der Zeit nicht. Ne? Man muss mal ein bisschen hinhören. Hört ihr mal die ganze Platte an. Um was zu verstehen, sollte man hinhören. Ja, ja. Aber es ist schon richtig, Gary, was du sagst. Sie ist ein bisschen nuschelig unterwegs. Wie fandet ihr denn ihren Beitrag zu den Oscars? Sie hat ja gestern gesungen bei den Habe ich nie gesehen. Super. Ja, es tut mir leid. Gary mal wieder völlig up to date. Habe ich nie gesehen. Ja, tut mir leid. Ich habe gedacht, die singt da den. Ach nee, den Bonsong hättest du ja noch gar nicht singen können. Wäre auch schlecht gewesen, wenn es darum geht, alle Verstorbenen nochmal zu passieren. Und dazu dann No Time to Die. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot. Sie isst kein Brot. So. Sie spielen unser Lied. Sie haben sie auf die Bühne geholt. Ja. Und holt das Kind auf die Bühne, los! Das Kind auf die Bühne, das sie sind tote Leute. Die mit den sie komischen grünen Haaren. Sie hat schön gesungen. Ich fand das sehr, sehr, sehr passend. Hast du die Oscar-Verleihung überhaupt geguckt? Offensichtlich. Natürlich habe ich sie geguckt. Im Schnelldurchlauf? Nein, ich habe sie nicht live gesehen. Aber dankenswerterweise hat ProSieben das Ganze dann ja nochmal im Stream gehabt. Und ich habe mir das schön morgens zum Frühstück angeguckt. Echt? Mir haben also beide nachts angeguckt. Ich habe die Nacht vorbeigegangen. Früher hat man ja so eine Nacht auch gerne mal durchgemacht. Aber diesmal, ich komme da nicht mehr. Okay, jeder von uns 2 Sätze zur Oscarverleihung. Oh, Tennis. 2 Sätze. Fing spät an. Und ich freue mich sehr für Brad Pitt. Ja. Brad Pitt auf jeden Fall. Ich habe mich eigentlich durchgängig gefreut, auch für Brad Pitt. Und natürlich habe ich mich total gefreut für Bong Joon-ho. Oder Boon Jong, ich weiß immer nicht genau, wie man ihn ausspricht. Hauptsache, dass ich für ihn gefreut. Rassist. 4 Oscars, leck mich fett für Parasite. Und wir haben den Film ja zum Glück noch gesehen vor den Oscars. Er ist jetzt ja wieder ins Kino reingekommen. Gut, dann schaffe ich den ja vielleicht auch. Und kommt aber auch Anfang März auf Blu-ray und als Stream raus, und also digital. Und ich kann nur sagen, ich habe mir danach nochmal alle... Stream analog wäre geil, wenn so ein Typ kommt im Projektor zu mir nach Hause. Ich zeige ihn jetzt mal. Och, das Bong Joon-ho. Das wäre schön. Und ich habe mir daraufhin nochmal alle Bong Joon-ho-Filme, die erhältlich sind, also auch die man sich ausleihen kann oder kaufen kann über Prime und so, habe ich mir nochmal angeguckt. Und vor allen Dingen Mother ist... Fucker. Nee, das war... Gary, Language. Yeah. Was Mother? Der Film heißt Mother und ist der Film, den er gedreht hat nach, ich glaube, nach The Host.
Hat ja ach, Mother, er hat Mother gedreht mit dem Mädchen. Mit dem Mädchen, Alter, was für ein Filmpodcast ist das hier mit Jennifer Lawrence? Nein. Der Mother. Nein, nicht, das ist ein anderer Mother. Das ist ein anderer Mother, das der heißt auch Mother. Der von dem, der Muschetti hatte auch einen. Mama. Muschetti. Das war Mama. Der hat Mama Muschetti gedreht, der hat davor Mama S gedreht. Du sollst doch nicht um deinen Jungen, wann hat so einen Finger so, war ganz grässlich. Und Mother ist ein sehr, sehr schöner Film. Es gibt noch diesen Film Memories of Murder, der ist sehr, der wird dir gefallen, der ist sehr monochrom, da gibt es gar keine Primärfarben. Also das ist wirklich, das ist unglaublich. Das ist was für ein wie schwarz-weiß kann ein Farbfilm sein? Memories of Murder, das ist so ein Film, da geht es um Serienmörder. Das geht so in Richtung, weiß nicht, Zodiac von Fincher, habt ihr den gesehen? Ja, Logan. Da weiß man ja auch nicht genau. Erzähl mal weiter, wo geht's denn da? Und Mother ist auch ein Film, ja, da geht's halt. Nee, Memories of a... Da geht es um einen Serienkiller in Südkorea und die suchen den halt. Und ob er jetzt gefunden wird oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Es geht mehr um die ganzen Personen. Also es ist mehr so ein, ich will jetzt nicht... Ein Sittengemälde. Ich will jetzt nicht dieses Wort Sittengemälde bemühen. Welche Personen sind es denn? Es sind die Ermittler, die interessant sind. Und das ähnelt ja bei Zodiac auch. Da geht es ja auch hauptsächlich um die Figuren von Jack Gyllenhaal. Aber ist nicht der eine, ist nicht, was für einen Film habe ich denn da neulich gesehen? Ich habe auch einen koreanischen Film, ich glaube, es war ein koreanischer oder ein philippinischer mit so einem Messerkiller, der Leute willkürlich anfährt. Mhm. Wenn die an aussteigen, sticht er die ab. Also ein bisschen sehr random, ja. Who. Naja, genau. Und das sind Musik von The Who. Also Ho. Na, aber das sind natürlich Filme, gerade aus Korea und aus dem asiatischen Bereich kommen dann Filme, die jetzt halt mal was anderes sind. Und du wolltest ja eigentlich nicht mit in Parasite, weil du gesagt hast, das sind koreanische Filme. Nein, ich hatte von vornherein eine ablehnende Haltung dagegen, weil ich gedacht habe, das ist so ein Azi-Fazi-Film. Und und könnte dir das schaden, mal was anderes zu sehen als Fast and Furious oder Cobra 11? Worauf ich mich sehr freue übrigens, Fast and kommen wir gleich drauf. Aber du bist geläutert. Du bist geläutert. Wir saßen drin und du bist nicht eingeschlafen. Ja? Ich bin nicht eingeschlafen und wir vor saßen? Allen Dingen, das Witzige war, ich saß da ja wirklich so mit verschränkten Armen und so, ich muss diesen Film nicht gut finden. Dann hat die ganze Erzählweise mich doch gepackt und dann passieren ja auch da ein paar Sachen. Ich sag mal nix. Nein, da ist Handlung drin. Ich glaube, je weniger man über Parasite sagt, umso besser ist das. Genau. Du hast ihn noch nicht gesehen. Nein, ich möchte oh mein Gott, du hast noch so viel vor dir. Es ist so toll. Und dann habe ich mich mal... Ja, das wirklich. Sag das dem 43-jährigen Schnacker. Also er hat... Da bin ich ja auch der Erste, der sagt, ich habe mich geirrt. Ach, wie schön. Siehst du mal, wir sind in dem Alter, wo Dennis wir das hatte vorher gesagt, du hättest dich geirrt, aber du hast es jetzt wenigstens aufgepasst. Ich habe das auch an dem Abend schon gesagt. Danke, dass du aufgepasst hast. Als der Film gerade die Credits liefen, habe ich so gesagt, Hennis, ich habe mich geirrt. Und du hast dich, glaube ich, auch bedankt. Und ich habe mich bedankt. Danke, genau. Hennes, danke. Bitteschön. Dass du so sehr weise warst, also die mich mitgenommen hast. Also die anderen Filme von Bong Joon-ho sind auch sehr sehenswert. Bon Jovi sind, ich kann wirklich die Filme nur, von Bon kann Jovi wirklich, sind alle sehr gut. Wenn euch, er hat ja mal mitgespielt in einem Film Bon Jovi. Young Guns 2. Gene Simmons auch in Killer. Runaway, die Killer-Roboter. Mit Tom Selleck, der 75 Jahre alt geworden ist. Und der immer noch toll aussieht. Immer noch toll aussieht. Oberlippenman. Wenn euch Parasite noch nicht gesehen habt, dann geht bitte rein. Wenn ihr Parasite gesehen habt, dann guckt euch Mother an. Der ist sehr im Stile auch von Parasite, auch von Bong Joon-ho natürlich. Er hat natürlich auch Filme gedreht, die wir gesehen haben, wie Snowpiercer und diesen wunderbaren Film, der auf Netflix läuft, Okja, mit diesem großen Nilpferdschwein. Ja, ich habe ihn gesehen. War traurig, ne? War traurig, ja, aber jetzt nicht spoilern. Du musst die Kappe hören machen, sonst sieht man dein hübsches Gesicht nicht. Genau, mehr Mut zur Stirn. Oh, man sieht's. Mach die Kappe wieder runter. Also, großen Glückwunsch an Bong Joon. Das waren jetzt mehr Sätze zum Oscar als dazu. Aber ich fand es total schön, dass er in seiner Rede sich bei Martin Scorsese bedankt hat, den er ja als Filmstudent gesehen hat, worauf das ganze Auditorium, ich ignoriere jetzt mal, was Thorsten gerade macht, aufgestanden ist und ihm Martin Scorsese Standing Ovations gegeben hat, in der Rede von Bong Joon-ho. Das fand ich total schön und er hat sich nochmal bei Tarantino auch bedankt. Ich habe mich sehr gefreut, dass Taika Waititi Oscar gekriegt hat für das beste originale Drehbuch. Oder die Adaption, ne? Für Thor Ragnarok. Und
literarische Vorlage. Und ich fand, habt ihr seinen 9-Minuten Rant direkt nach der Verleihung, habt ihr den gesehen? Nein. Nee. Seid wohl nicht up to date, was? Ja, erzähl mal. Das kann ich nicht erzählen, das ist halt super lustig. Wie er, erzählen wie er plötzlich, kann nicht. Wie er da vor der internationalen Presse steht und sich plötzlich minutenlang darüber auslässt, wie kacke die Apple-Tastatur ist und dass man darauf nicht schreiben kann. Muss ich mir nochmal angucken. Super. Immer wieder schön. Ja, 1917 oder 1917, wie wir auch sagen, hat nicht so viel gewonnen wie erwartet. Was hat er denn gewonnen? Nee. Er hat beste Kamera natürlich gewonnen, Roger Deakins. Also dann wäre ich auch persönlich Special vorbeigekommen. Special Effects und diese ganzen Technik-Sachen hat er bekommen. Ne? Ja. Trotzdem. Naja, man muss aber auch fairerweise sagen, der Film ist ja von der Handlung her jetzt auch nicht so gut bestückt. Also das ist ein Man on Mission. Und naja, so der Erste Weltkrieg, der gibt ihm auch nicht so ganz viel Spielraum. Nein. So Ränkeschmiede. Nein. Hätte Guy Ritchie ihn verfilmt, wäre es völlig anders gewesen. Kommen wir gleich zu. Nein, ja, es gab ja auch Leute, die uns über unseren YouTube-Kanal geschrieben haben. Erstmal, da sind die Meinungen sehr auseinandergegangen, wie toll sie ihn fanden. Und dann hat jemand geschrieben, und das hat mich doch ein bisschen stutzig gemacht, wie schlecht er den Film fand, weil da ja kommen ja nur drei Deutsche vor. Und wenn er einen Kriegsfilm sehen will, dann will er ein Gemetzel sehen und wie Leute niedergeballert. Das hat jemand geschrieben. Das hat mich doch sehr nachdenklich. Ich habe da auch nicht drauf reagiert, weil ich habe dich das Gelaber anderer Leute nachdenklich? Ja, ich fand das ist schon komisch, dass Leute in so einen Film reingehen und dann auch jemand schrieb dann auch, da hast du glaube ich noch drauf reagiert, so einen patriotischen Scheiß gucke ich mir nicht an. Oder genau. Leute schrieben, nein, Kriegsfilme müsse man sich nicht angucken, Krieg wäre schlimm genug. Und genau das ist es ja. Genau darum genau. geht's. Deswegen ist das wichtig, dass es solche Filme gibt. Deswegen ist ein Film wie Schindlers Liste natürlich auch wichtig, nicht weil das irgendwie toll war, was da passiert ist, sondern dass das sowas... Taucht aber als Motorradfilm. Und ohne Scheiß. Also man kann dem Film vieles nach 1917. Nachsagen, aber er ist nicht wirklich patriotisch. Auf gar keinen Fall. Wann spielt er eigentlich? 1719. Die haben vertippt, okay. Es war mal wieder die Apple-Tastatur. Ja, genau. Once Upon a Time hat nicht so viel gewonnen, aber Brad Pitt natürlich. Brad Pitt, was mich sehr gefreut hat. Und die Ausstatter ist das sein haben sehr gewonnen. Production. Ist das sein erster Ausgang? Da kannst du aber lang okay. für... Ja. Naja, okay, da hat er aber auch schon bessere Rollen gespielt. Nee. Der Punkt ist, er war dran. Er war jetzt einfach dran. Es gibt ja Oscars. Er war nicht nur dran, er war die tragende, er war die treibende Kraft als Nebenrolle in diesem, ohne ihn hätte dieser Film gar nicht funktioniert. Ich fand ja auch nicht, dass es eine Nebenrolle war. Es war in dem Sinne keine Nebenrolle. Ich fand, das war durchaus gleichwertig. Ja. Also, das hat sich so komplementiert, DiCaprio und er, die hätten ohne Nana gar nicht existieren können. Nimm mal raus den Brad Pitt auf Once Upon a Time in Hollywood, dann hast du dann anschließend einen Film in einer völlig normalen Lauflänge. Ja. Dass du Bescheid weißt. Nimm mal die Szene raus, wo er auf dem Dach steht. Und die du ja schon so schön nacherzählt nackter hast. Nackter Oberkörper, Handschuh, rauchen. Super. Nichts gewonnen hat The Irishman. Oh, Thorsten, da haben jetzt einige geschrieben, die wollen da gerne mal was von dir hören. Ja, sag ich dir gerne was. Ja, sag mal so. Weil das Pisser sind. Weil es einfach Pisser sind. Du hast da 9000 Leute, die sitzen zu Hause in ihren bräsigen, senffarbenen Korthosen und checken das nicht. Die checken nicht, dass das große Bouquet ist nochmal, die ganz große Besteckschublade, die aufgezogen wurde von Martin Scorsese, die auch noch ein Stück amerikanischer Geschichte abfrühstückt, die vielleicht keine Sau mehr interessiert, was mit Jimmy Hoffa passiert. Aber ich habe das genossen und ich bin Netflix, so bescheuert das klingt, ich bezahle dir, ja. Also ich persönlich halt den du bist Laden das, am Kacken, ja. Danke. Ich freue mich, dass ich einmal im Monat nochmal von vorne bis hinten bei grellem Tageslicht, wie ich will, The Irishman gucken kann. Das habe ich sehr genossen. Und wenn er keinen Oscar kriegt, dann kriegt er eben keinen Oscar. Ja. Trotzdem ist er eine Legende. Scheiß auf die Oscars. Hast du gesehen, was mit Cuba Gooding Jr. passiert ist, als er seinen Oscar gekriegt hat? Genau. Ja, gar nichts. So, nämlich. Also er hätte einen Oscar hätte er kriegen müssen. Er hat ja, hast du gesehen, was Scorsese auf Instagram gepostet hat? Ja, das mit der Gurke. Das mit der Gurke. Also ich habe ja kein Instagram, aber ich habe es irgendwo im Ding ins Kino gesehen. Das war sehr schön. Ja. Und ich fand, wie gesagt, sehr, sehr schön, dass Bong Joon-ho ihn nochmal gewürdigt hat. Bong Joon-ho. Also, es waren... John Bon Jovi, Bohuibu. Wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen. Das wird uns als Rassismus ausgelegt. Wir sind keine Rassisten. Also, Parasite. Das geht ratzfatz heute. Parasite, also... Also, ratzfatz, was ist das? Xing Shang Chong? Was machst du da? Oh Gott. Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Jetzt hör doch, steig doch nicht ein. Unsere Oma fährt im Hühnerstall. Na, okay. Eine Sache, die uns natürlich noch auf den Nägeln brennt. Papagei frisst keine hartgekochten Eier. Sex Education kommt gleich. Vielen Dank für den Einwurf aus dem Nichts, Gundula.
Sex Education. Sex Education kommt da aber. Da reden wir gleich. Ich kann an dem Blatt nicht lesen. Kommt aber gleich erst. Da ist mein Mann eingeschlafen. Lass uns doch. Gunula, ich habe hier den Ablauf und ich bestimme, wann wir über etwas reden. Und jetzt reden wir erstmal über den Batman Screen Test. Ja, ich weiß nicht. So, lass uns erstmal. So, pass du, pass mal auf, mach deinen eigenen Podcast, dann kannst du mir reinlabern, Gunula. Wir sind schon wieder soweit. Dann pass mal auf. Doch, mach doch weiter. Lässt du bitte die Gundula in Ruhe? Sie hat doch angefangen. Lass trotzdem, wenn man verhält sich so nicht. Du kleiner Diktator. Mann. Wohl. Du kleiner, wohl. Kleiner haariger Hitler. Was? So, haariger Hitler. Einfach so. Mann. Einfach nur so. Einfach können wir jetzt weitermachen? Ich würde ganz gerne du, auf den Batman, pass auf hier. Du Mützen-Mussolini. Mützen-Mussolini. Wir haben uns ja lieb, das glauben die Leute ja immer nicht. Ja. Ja, aber. So, pass auf. Echt. Thorsten, Batman. Ja. Kleiner Koteletten-Idi Amin. Batman will ich noch nicht mal. Birds of Prey, Vögel der Gebete. Nein, wir reden über den Screentest von Batman. Thorsten, was sagst du denn? Okay. Kostüm. Mach mir den Raum frei. Sitze. Oh Gott. Ich schiele seit Dezember darauf, wann es ein Bild gibt von dem Jungen, der Batman spielen soll. Robert Pattinson. Ist gut. Wie soll ich sagen? Also, ich gucke mir diesen Screentest an. Ich höre die Musik von Michael Giacchino, der sie macht. Klingt gut, wenn das ein Track ist aus dem Originalstück. 45 Sekunden ist gut. Dann kommt der Junge ins Bild. Mit diesem Kostüm. Und er kommt näher und mich weht dieses ungute Gotham letzte Folge, letzte Staffel Ding an. Wo sich das Kostüm ja ganz offensichtlich bei der Wollitsch geholt hat. Den Rest hat er mit Fimo gemacht. Und ich sehe dieses Kostüm und denke mir, ja, okay. Und dann gucke ich mir das an und es fügt sich nicht zusammen. Es ist ja alles nett. Er macht alles neu. Er besetzt auch hier den Kollegen als Pinguin, weißt du? Colin Farrell, wo ich jetzt auch nicht weiß, wie das geht. Aber bitte, ist nicht meine Sache. Es wird mir ein bisschen sehr viel neu erfunden. Das ist das Problem. Ich bin ein Purist. Jetzt siehst du, jetzt hat Daniele Rizzo, war noch so freundlich, hat mir ein Bild geschickt in der richtigen Einfärbung. Er hat den Rotfilter wohl rausgenommen und ich kann jetzt wirklich sehen, wie das Kostüm aussieht. Was heißt denn für dich, Entschuldigung, dass ich interveniere, aber was heißt denn für dich Purist, wenn du sagst Batman-Purist? Reden wir da von Michael Keaton, reden wir von Tim Burton oder reden wir von Adam West? Wir reden von den Comics erstmal. Okay, reden von, da gibt's ja auch, das ist ja das Tolle, dass es verschiedene Batmaner geben darf. Batman. Es darf verschiedene Batman geben. So, pass auf. Ich muss jetzt aufstoßen. Mach ruhig. Der kommt. Der Screentest ist dafür auch nicht geeignet. Dann kommt er mir entgegen. Dann sehe ich das Kostüm. Dann sehe ich das Cape. Sieht gut aus. Das Cape macht einen guten Eindruck. Ist nach hinten gefaltet und fällt nicht nach vorne. Hast du so einen leichten Hoodie hinten? Ja, genau. Ja, dann sehe ich diesen Kragen. Okay. Er hat einen Kragen. Ja. Das ist so ein bisschen so eine Mischung aus Gotham by Gaslight, so eine Art Pseudokrank. Es wirkt aber ich spreche über das Kostüm. Gleich verteile ich hier, ihr rüttelt am Ohrfeigenbaum, wenn ihr mich jetzt unterbrecht. Ich habe doch gar nichts gesagt. Aber ich. Ja, aber ihr wart kurz davor. Da einen Atmen hören. Dann sein Bettsensor ist schon gegangen. Dann sehe ich diese Stulpe, diesen Kragen, wo ich mir denke, na gut, komm, das sieht ein bisschen aus. Und andere Leute im Internet haben es auch schon bestätigt, wie so eine Bombenentschärferweste, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Also vielleicht ein bisschen durchimprovisiert, das Kostüm. So, nun habe ich heute Morgen natürlich gelesen, er spielt Batman, das ist im zweiten Jahr seiner Amtstätigkeit als Batman. 2 Jahre ist er als Batman schon unterwegs. Und jetzt frage ich mich, wo ist die Entschuldigung, wenn er schon 2 Jahre unterwegs ist? Ja. Dieses Bombenentschärfer-Ding zu tragen, wenn es ein Bombenentschärfer-Ding ist, das kaufe ich ihm ab. Dann hat er, die gängige Theorie lautet so, ohne dass man sie irgendwie unterfüttern kann, dass das Batman-Emblem, das er in der Brust hat, wären die Waffen, mit denen seine Eltern getötet worden wären. So. Was natürlich jetzt ein bisschen sperrig ist, weil Superman hat ja auch keinen Planeten um den Hals, aber könnte ja sein. Weißt du, so wäre ja möglich. Dann ist das mir etwas, das ist schön, aber mir etwas zu plump. Ich nehme an, dass das Waffen sind, die ihm selbst gehören, die er selbst benutzt. Ich glaube nicht, weil man muss jetzt mal überlegen, er hätte jetzt wirklich dann sagen müssen, entweder hat er als Kind die Waffen eingesammelt oder aber er hätte als 30-Jähriger, als er anfing Detektiv zu werden, angefangen, diese Klamotten irgendwo zu suchen, die Revolver gehabt, sich ein Emblem draus geschnitzt, ein quasi Talisman, weiß ich jetzt nicht.
Ich denke mir, das sind Waffen, die er da transportiert. Das Pistolen, ich habe dann... Es ist, man könnte mit viel nicht. Fantasie, könnte das auch alles Mögliche sein. Also, ja. Das könnte auch ein Hornhauthobel sein. Ja. Oder eine, weiß ich nicht, eine Gärungszange. Ich eine weiß Käsereibe nicht. Eine Käsereibe, wo er dann so Mozzarella, Schrobbel. Und dann sehe ich, die Maske. Ja. Ich, also, pass auf. Was ist das? Erstmal musst du bei einem Screentest musst du die Ohren sehen, so geht das nicht. Zeig mir die Ohren. Zeig mir die Ohren. Dann geht es ein bisschen um Balance in dem Kostüm, also nicht um Balance. Du siehst ja auch diese Schulterplatten, die er hat, die sehen ja aus, als hätte er die von einem Panzer abgeschraubt. Okay. Das ist ja alles sehr angelehnt, ein bisschen sehr an Arkham Knight, also sehr panzerplattig und auch angeschraubt. Ich habe den Screentest vielleicht 400 Mal gesehen. Auch in langsam. Und dann habe ich gesehen, dass der vernietet ist, dass die Schulterplatten lose aufliegen, hier mit Bändern befestigt sind, wo ich mir denke, ja, okay. Und dann kommt diese Kappe. Und ich glaube, dass der sich entweder so eine Rüstung gebaut hat und zum Schluss ging er raus und alle sagten, Herr Wayne. Und er denkt, fuck, die Kappe. Und dann ist er reingegangen und hat aus dem Couchbezug. Weil die Maske ist voller Nähte. Die ist genäht. Du siehst Nähte hier, du siehst Nähte da. Echt? So genug? Du siehst, die Nase ist angesetzt, genäht. Mhm. Und dann denke ich mir so, Junge, dafür, dass du 2 Jahre unterwegs bist, gibt's da keine Entschuldigung, nicht mal da einen Maßschneider aufzusuchen oder einfach nur einen Änderungsschneider oder irgendwas zu machen oder irgendwen zu fragen. Du bist der größte Detektiv der Welt, tu was. Und jetzt sag ich, also vielleicht ist es eine Frühphase des Kostüms, aber dann läuft man nicht 2 Jahre damit rum, ehrlich gesagt. Und sagt, du suchst da schon eine Logik in der Erzählung. Weil natürlich albern ist, aber ich suche schon eine Logik. Ich will wissen, es ist natürlich immer ein lieber Brauch, dass einer dann später ein neues Kostüm kriegt. Das hat mir am besten gefallen bei Christian Bale, weil er sagte immer, Alfred, jetzt mal Hand aufs Herz, Füße auf den Tisch. Ich oder Lucius. Ich kann den Kopf nicht bewegen. Das war der ich Schritt. Ich wollte mich nur nach links drehen, kam Bus, war ich tot. Das war dann hat er ihm ein neues Kostüm gegeben. Das war aber der Schritt von Batman Begins zu Dark Knight. Da hat er im zweiten Teil einen anderen. Was schlau ist. Ja. Was schlau ist. Und dann hat er dieses super kleinteilige Puzzle-Kostüm angehabt. Und dann verstehe ich das. Vor allen Dingen, wenn so ein Batman sagt, ich kann den Kopf nicht bewegen. Ich kann den Kopf nicht bewegen. Mhm. Ich finde es zwar lustig, dass Batman sagt, der Unterschied zwischen dir und mir ist, ich brauche keine Schulterpolster. So auch in The Dark Knight. Und Robert Pattinson brauchst du halt mal doch, wie man hörte, war es ihm nicht geglückt, vorher in dieser Hauruck-Aktion, wie die das gerne machen, Muskeln aufzupumpen. Ist auch nicht jedem gegeben. Michael Keaton auch nicht, nein. Da war es aber nie so, das war von vornherein nicht geplant. Bob Ringwood, der Kostümdesigner in den 90er Jahren, hatte das Ding von vornherein als monströsen Muskelanzug ausgelegt. Mhm. Und warum? Weil Bruce Wayne in Tim Burtons Batman eben dieser Hämpfling war, wo man im Vorhinein, damals gab es noch nicht das Internet, aber damals haben auch schon Leute gesagt, der ist viel zu schmal für Batman, bla 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 bla. Ja, klar. Wenn du den Film dann gesehen hast, hat es aber total Sinn ergeben, weil er... Er hat es wie eine Rüstung getragen. Ja, eine Rüstung getragen. Sie stupsen es mal an und sagen, das ist eine Art Rüstung. Und meinst du, das wäre bei Patterson nicht auch logisch, dass es der Grund ist? Das ist auch logisch, der Trend geht jetzt weg von so einem Bodysuit, den, was heißt Trend, ne? Aber diesen Bodysuit, den Ben Affleck trug, da brauchte ich eine Zeit lang mich damit anzufreunden, weil er so überdimensioniert muskulös war. Ja. Wo gleich klar war, wenn er einen Sakko anhatte, dass das Kunstmuskeln sind, aber es sah trotzdem gut aus. Mhm. Das heißt, die Massigkeit der Schultern und des Nackenbereichs von Ben Afflecks Batman passte sehr gut zum Cape, das niemals nach vorne gefaltet war. Es fiel immer nur nach hinten. Mhm. Und war die meisten Szenen lang war es animiert. Bei Affleck. Trug es gar nicht. Ja, ja. Ja, ja. Und das war schon von der Masse her gut aufgebaut. Und das ist das, mich stören unglaublich die Proportionen bei diesem Kostüm. Und Testscreen kann ich nur hoffen, dass es nicht das echte Kostüm ist, weil es mir zu viel Flickwerk ist. Und das tut einer Batman-Neu-Verfilmung nicht so gut. Klar, was sie uns präsentieren wollen, ist das underdoggige, zusammengesetzte, vintage-mäßige. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, wir haben jetzt Podcast. Wir haben jetzt Podcast und danach haben wir Podcast. Beim nächsten, also nicht dieser Podcast, der jetzt kommt, sondern im nächsten Podcast, habe ich dir meine Version eines besseren Batman-Kostüms gemacht. Top, das so. Ist Watte quillt. Top, die Watte quillt. Und ich frage, wie soll's aussehen? Ja. Bei mir ist schwarzgründig, ist klar. Mhm. Bisschen dunkles Grau vielleicht. Dabei. Bisschen dunkles Grau, gucken. Die Nähte. Ja, mal gucken. Aber mit Maske, mit Umhang.
Mit Handschuhen. Das wäre echt cool, wenn er den ganzen Podcast über das Kostüm anhätte. Das werden wir sehen, ob er das schafft. Das werde ich dann machen. Mal sehen, ob ich es schaffe. Und ob wir das schaffen. Und das ist meine Variante dessen. Einfach meine Variante, wie ich es machen würde. Fertig. Zwei Sachen, nur ganz kurz. Was ist dein absolutes Lieblings-Batman-Kostüm? Was ist das Kostüm, wo du sagst, das kommt deiner Idealvorstellung von einem Batman-Kostüm am nächsten? Tatsächlich war mein Lieblings-Batman-Kostüm aus den Filmen, mir gefiel sehr, sehr gut Ben Afflecks Kostüm mit Abstrichen. Ja. Fand ich ziemlich super. Mhm. Ich muss aufstoßen. Mach es einfach. Michael Keaton, sag es nicht, mach es. Ja. Muss pupsen. Michael Keatons Kostüm war schon aufgrund des Capes, das wirkte schon, als würde es 4 Tonnen wiegen, fand ich ganz fantastisch. Der erste 89er, man sah, er kann sich nicht bewegen, aber es war halt neu, einen kompletten Muscle Suit zu machen. Es ging nahtlos ineinander über, die Maske war massig und wuchtig und hatte spitze Ohren und das war das, was wir immer sehen wollten. Deswegen präferiere ich es fast am meisten, ich mochte das am meisten. Das Tim Burton. Den ersten oder den zweiten? Weil den zweiten nicht so, der zweite, da haben sie sich verstiegen, da haben sie eine Brustplatte angefertigt nach Motiven von Art Deco. Das heißt, du sahst, da hat man gesagt, lass uns vom Art Deco inspirieren. Stimmt. Und der ganze Brustbereich war quasi wie ein Sims gebaut. Aber, und das passte, hat mir nicht so, aber es passte zum Production Design total, weil ich finde gerade der zweite, der erste ist ja doch sehr, 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 sehr gotisch, die ganze Architektur. Ja, und beim zweiten, finde ich, merkt man richtig, jetzt wo du es gerade sagst, merkt man sehr den Einfluss von Art Deco. Es war auch ein bedeutend schlankeres Kostüm. Das heißt, es war viel dünner. Ja. Die Maske saß das erste Mal perfekt. Das ist vielleicht die am besten gemachte Maske, ist tatsächlich die aus Batman Returns. Also sie haben nie so eine gut sitzende Maske gesehen. Ja, die war ist und, fantastisch. Das war trotzdem eine Latexmaske und die Masken bei, es gab ja immer zig verschiedene Masken und die bei Ben Affleck, das waren halt Schaumlatexmasken, die man den Kopf bewegen konnte. Wahnsinn. Deswegen braucht er zweimal am Tag eine neue wahrscheinlich, weil die Dinger ruckzuck wegfliegen. Ich bin ja mal irgendwann mal zum Finale meiner Show irgendwann mal aufgetreten als Batman und hab mir so eine Schaum... Da kannst du ein Lied von bei singen. Bei Maskworld, da habe ich sogar ein Lied gesungen, Holding Out for a Hero von Bonnie Tyler. Und da habe ich zwei dieser Batman-Masken gekauft von Maskworld, die es da gab. Die sind mir dann aber verrottet. Die sind mir richtig kaputt. Das ist das Problem. Was habe ich da falsch gemacht? Das ist ein billiges Latex. Hätte ich das einschmieren sollen oder was wäre? Naja, man pudert es von dein Schweiß greift es an zum Beispiel und Sonnenlicht greift es an. Ja, klar. Im Sonnenlicht habe ich das nie getragen. Ja gut, aber es ist halt nicht dran gewesen sein. Es sind halt einfach billige Masken. Okay. Sie können die Dehnung nicht so gut ab. Man sollte sie von innen ein bisschen abpudern, von außen auch. Da sollte keine Feuchtigkeit dran. Da sollte kein Make-up dran. Latex ist generell für ein Karnevalskostüm in Ordnung, aber erst ab einer gewissen Dicke auch. Denn die verrotten auch einfach in Vitrinen vor sich hin. Okay. Da ist besser ein Urethangummi zu nehmen, also ein abriebfestes, hochgewichtiges, hochdichtes Gummi. Ja, absolut. Das ist total interessant. Und jetzt haben natürlich einige auch aufgrund dieses Screentests geschrieben, ja, der Robert Pattinson, der kann ja nichts, der kann ja nur Glitzer wahrscheinlich wieder. Und das stimmt da natürlich überhaupt nicht. Ich meine, wir haben den Leuchtturm nicht gesehen, Lighthouse. Ja. Da muss er ja wohl ziemlich abgehen. Und ich habe ja diesen King-Film gesehen, hier mit Timothy, dieses Henry the Fifth auf Netflix. Ja, ach so. Und da spielt er ja so einen französischen Lord-König. Schergen und da ist er auch ziemlich gut. Ich glaube schon, dass er was kann. Was man sieht, ist einfach, das Kinn passt einfach. Er hat ein sehr starkes, ausgeprägtes Kinn. Nein, die Komponenten passen nicht zusammen. Rüstung passt nicht zur Maske, passt nicht zu diesem Kragen. Das ist mir mit diesem Logo, das ist einerseits natürlich vom Design her, ist das schick und sieht gut aus und macht einen maskulinen, kriegerischen Eindruck. Man muss halt nur gucken, inwieweit es Sinn ergibt und was wir da vor uns haben. Wir wissen ja nichts. Wir haben den Gürtel noch nicht mal gesehen. Wir haben das Gesamtgefüge nicht gesehen. Ja, ja. Wird da Bulligkeit impliziert oder geht es um Kugelsicherheit oder was wollen sie uns verkaufen? Und das war nur mein erster Eindruck, der nichts bedeutet. Aber es hat mich nicht vom Stuhl gerissen. Nicht, wenn man einen Screentest macht. Weil damals von Ben Affleck gab es nur ein Bild, ein düsteres Bild. Im Hintergrund das Batmobil, im Vordergrund der super bullige, nach unten guckende, irgendwie traurig wirkende, für Memes wie geschaffene Batman, der dann da in Schwarz-Weiß stand, wo ich schon sagte, ja okay, der sieht jetzt aus wie so ein Mastochse, aber gut trotzdem. Also gut komponiert, Maske gut, kurze Ohren, bullig, aggressiv. Dann warten wir mal ab. Dann wollen wir mal abwarten. Ne? Wollen wir mal gucken. Ein Film, in dem Batman überhaupt nicht vorkommt, aber erwähnt wird, ist
Birds of Prey. Birds of Prey. Ich habe Birds of Prey nicht geguckt, ja. habe Gutes darüber gehört, ja. aber er ist ein bisschen gebombt. Er ist gebombt und Gary und ich haben ihn gesehen. Ja. Ich höre. Und ich gebe mal das Wort an Gary. Ja, du bist also, nicht eingeschlafen, so viel kann ich schon sagen. Ich bin nicht eingeschlafen und ich habe bei dem Film auch genau das, ich habe mich immer super unterhalten gefühlt, wenn Margot Robbie in ihrer Paraderolle als Harley Quinn ist unglaublich. Ist zu sehen war. Ich glaube, sie ist wirklich geboren. Ja, das ist genauso wie der Jason Momoa als Aquaman. Ja. Das ist halt, sie ist halt Harley Quinn und sie macht das auch super und ist auch lustig und so. Aber so als Origin-Geschichte von Birds of Prey, jetzt muss ich dazu sagen, ich weiß nicht so richtig den Comic-Background davon. Es war schön, Rosie Perez mal wieder zu sehen. Ja. Aber das ist jetzt kein so ein Film, der jetzt großartig bei mir so hängen geblieben ist. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, das ist schon mal die erste Hürde, aber Ich hatte Spaß, ja. sehr viel Spaß an ihr natürlich ja. auch, ja, übrigens ja, genau. Titelgeschichte in der neuen Deadline. Ja, sie ist einfach toll. Es ist aber eigentlich eine Mogelpackung, weil der Film hätte eigentlich heißen müssen Harley Quinn. Es ist der Harley Quinn-Film. Haben sie das nicht sogar es jetzt im Nachhinein? Im Untertitel heißt es halt The Emancipation of the Fabulous Harley Quinn. Ja, ja. Ne, genau, und deswegen ist es eigentlich der Harley Quinn-Film, der Suicide Squad... Den ich ja auch sehen wollte. Ne? Der Suicide Squad hätte sein müssen. Das Schöne fand ich halt, dass diese komplette Abwesenheit von Superhelden, vom Joker, ja. von Batman. Ich fand ja, dass Ewan McGregor als Bösewicht ein bisschen... Black Mask. Ein bisschen im falschen Film war. Das mit der schwarzen Maske war doch sehr, sehr unmotiviert. Ja, genau. Aber genau. ist denn... Also erstmal habe ich sehr viel Spaß gehabt. Er ist sehr bunt. Da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Also es wird sehr viel mit Farbe gearbeitet. Mit Glitter und so Zeug. Diese Szene im Polizeirevier ist sehr schön, aber er ist unglaublich brutal. Also ist er wirklich brutal? Er ist echt brutal, doch. Ja. Also da gibt es einige Szenen, wo ich dachte, wow. Frage an dich, Gary. Ist ja. Birds of Prey ja. die feministische Version von Deadpool? Ja, würde ich so sagen. Kann man das so unterschreiben? Das habe ich das Gefühl. Ja, genau. Das kannst du so unterschreiben, Hennis. Jetzt sofort am besten. So mutet das so ein bisschen an. Sie hat halt immer super One-Liner auf... es gibt immer wieder Einblendungen. Was mich so ein bisschen gestört hat, ist die Art und Weise, wie es erzählt war. Nämlich das mit den Voice-Overn. Also das Voice-Over wurde da so ein bisschen exzessiv benutzt. Mhm. Und man könnte fast meinen, weil es gibt ja nicht umsonst, gibt es ja beim Drehbuchschreiben diese Regel Show, Don't Tell. Und da wurde ja ganz viel getellt, was also heißt ganz das viel denn? Erzählt. Was heißt das Show, ja, dass man es lieber zeigt, als dass man darüber ständig redet. Und da wurde ja durch das Voice-Over kann man mal benutzen, strategisch günstig gesetzt, aber da war es so ein bisschen inflationär gebraucht. Ja. Und das hat mich so ein bisschen rausgehauen, weil ich automatisch dann immer denke, das ist aber auch ein bisschen faul. Ja. Also, wenn es erzählt wird, kann ich nur die Hintergrundstimme von Harrison Ford oder Robert De Niro ertragen. Ja. Nee, das war dann oder die Egon Frau Robbie Hügen. Selber. Egon aber das ja, Egon Hügen natürlich auch. Ja, sicher. Wollen Sie mehr erfahren? Super. Nein, aber das war der einzige Kritikpunkt. Und nun das Wetter. Die anderen Kolleginnen da, also außer Rosie Perez, Mary Elizabeth Winstead. Genau, die war auch klasse. War auch die hat so ein bisschen Comic Relief auch gehabt, die neben Margot Robbie auch. Ich frage mal grundsätzlich jetzt. Nach Ghostbusters mit den vier Damen, nach Ocean's 8, nach, was gibt es noch für einen reinen Damen-Ensemble-Film, ohne dass ich das böse meine, ist es schwierig, ein Franchise auf die Füße zu stellen, nur mit Frauen? Wird das nicht gutiert? Ich bin mir da nicht sicher. Was nach dem Relaunch von hier die drei, weißt du? Drei Engel für Charlie. Na gut, aber das ist ja auch ein... Kackfilm, habe ich mir sagen lassen. Ich habe Widersprüchliches gehört. Da gab es ja durchaus Stimmen, die gesagt haben, jo. Aber die literarische Grundlage gibt ja vor, wenn man von Comics redet, ist ja Literatur, ist ja Dings. Nur weil es bebildert ist, heißt es nicht, dass es nicht Literatur ist. Nee. Es ist halt ein Frauen... Es geht um Girl Power. Es sind ja, quasi Spice Girls. Ja, wird das von den ganzen nerdigen Hardcore-Batman-Comic-Leuten nicht so gutiert? Das ist mir relativ wurscht, solange der Film. Ja, mir auch ist mich interessiert es halt einfach. Der Thorsten hat. Ja, das ist schon. Weil schon ich empfinde es nicht, aber ich habe langsam den Verdacht, dass es so ist.
Das kann natürlich sein. Ich meine, die Hasstiraten, die gegen die Ghostbusters-Version gegangen sind, die waren ja schon lange, bevor der Film raus war. Naja, aber naja, hier ist es ja so, dass das Harley Quinn ist nun mal immer weiblich gewesen. Also da kann man ja jetzt nun niemals sagen, ah oh, ja, das war ja klar, dass das naja, jetzt eine Frau ist. Guck mal, es ist auch eine weibliche Drehbuchautorin, es ist eine weibliche Regisseurin. Es ist genau wie bei Wonder Woman halt auch. Na, aber ja. Wonder Woman war ein Riesenerfolg wiederum. Aber es war kein Ensemble-Film. Es war Wonder Woman und eine Menge anderer. Harley Quinn ist aber auch wirklich so eine Outsiderin. Die ist wirklich halt sehr, sehr speziell. Ich meine, die ist irre. Die ist komplett irre. Sie ist eigentlich eine Psychopathin. Trotzdem, habt ihr I, Tonya gesehen von... Nee, leider. Das geht sehr in die... Wo sie ja viel geiler ist. Ja, dabei. Also, ja. Ich finde selbst die drei Minuten, die sie hat in The Big Short... Ja, ist auch sehr schön, ja. In der Wanne liegen, die erklären, was Leerverkäufe sind. Oder ich weiß nicht mehr, was es genau war. Also, wir haben sie ja mal getroffen, ne? Wir haben sie getroffen und sie trug einen sehr schönen Hosenanzug und wollte, dass wir sie Margot nennen. Und nicht Margot. Ja, das T wurde dumm gesprochen. Da habe ich mich aber konsequent nicht dran gehalten und habe gesagt, Margot. Hör mal, Margot. Margot. Frau Honecker. Margot, was macht denn deine Schwester Maria, Hellwig? Nein, aber jetzt mal ohne Scheiß. Sie war ja unheimlich klein, ne? Sie ist ja wirklich eine super kleine. Oh, das tat jetzt aber weh. Da müssen wir nochmal drüber reden. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, sie haben doch Baumärkte von Hellwig. Das war das Schlimme beim Deutschen Comedy-Preis. Ganz kurz, Klammer auf. Beim Deutschen Comedy-Preis vor zwei Jahren. Hör zu. Ja, letztes Jahr. Vor zwei Jahren beim Deutschen Comedy-Preis hatten sie Mariachis, die von der Bühne geholt haben, was puppenlustig war. Ja, das stimmt. Und dieses Jahr, also das letzte Jahr, die letzte Veranstaltung, weißt du, wen sie hatten? Nee. Margot oder Maria Hellwig, die mit einer bayerischen Band auf die Bühne kam, und weil sie es nicht gesagt haben, hat es keiner gemerkt. Aber ich stand daneben und dachte, das ist die Frau Hellwig. Die war als Pausenfüller, um die Leute von der Bühne zu holen. Wenn du das nicht sagst, ist das schwierig. Ja. Das ist schwierig, ja. Dann denkst du, nur, dass ich es mal erwähnt habe. Margot Robbie als Harley Quinn. Mir hat's gut gefallen. Aber... Aber es ist so dieses, auch wie bei Shazam. Ich hab Spaß gehabt. Bei Chatham. Und auch bei Aquaman, ich habe Spaß gehabt. Aber es ist nicht wirklich ein Film, den ich jetzt... Er gibt mir halt jetzt... Wir dürfen nicht vergessen, es ist der erste DC-Film nach Joker. Ja? Wir haben noch nicht spielt ja in einem ganz anderen Universum. Ja, und das ist genau der Punkt, Gary. Das ist ja das Tolle, im Gegensatz zu den Marvel-Filmen, dass... Wir reden auch über die Batman-Kostüme, dass es so viele verschiedene Versionen geben kann und darf. Dass das Gotham, was wir jetzt hier sehen, ein ganz anderes ist, natürlich ein ganz anderes als das Gotham, was wir in Todd Phillips Joker gesehen haben. Ja, okay, absolut. Okay. Aber ich kann nicht anders als Wert darauf zu legen. Mikro. Ich kann nicht anders als Wert darauf, das ist eine gute Idee, als Wert darauf zu legen, dass eine Grundstimmung bei Kostümen eingehalten wird. Es geht immer im Prinzip um den ersten Auftritt. Batman beispielsweise. Du erwartest, der erste Auftritt von Batman war beim 89er Batman, dass die beiden Junks, von denen man dachte, sie hätten seine Eltern erschossen, du stellst mal in Wirklichkeit fest, genau. Es ist viel später, sie haben Kreditkarten geklaut. Von oben. Na, zuerst siehst du ihn als eine Art schlechte Zeichentrick-Animation. Schlecht mit Tusche gemalt. Was redet ihr jetzt gerade? Vom ersten Batman. Der erste Auftritt ist entscheidend. Dann siehst du ihn von hinten. Siehst von oben diese Terrasse und siehst, wie er so gemalt. Das sind Regeln, an die du dich halten solltest. Der erste Auftritt von Christian Bale war dann entsprechend, dass er von oben von der Decke kommt. Wo bist du? Hier. So. Der Auftritt im zweiten Teil war ebenfalls ikonisch. Ben Affleck ist das erste Mal, hängt quasi an so einer Kellerwand. Ja? Und du siehst ihn nicht. Bis der Cop dann guckt und du siehst, dass er oben hängt und dann geht er wie ein Vampir die Wand entlang und verschwindet. Und das gibt dir diesen Gesamteindruck und diesen ikonischen Gesamteindruck, den musst du erzeugen können. Und deswegen hat mich auch dieses, hat ja jetzt hier mit nichts zu tun, aber deswegen hat mich dieser Screening-Test nicht so vom Stuhl gehauen. Naja, kann das auch sein, dass das für unsere Augen gar nicht bestimmt war? Oder war das wieder so geleakt? Nee, das war vom Regisseur offiziell. Ja. Wenn man keine unguten Parallelen zu Daredevil mit Ben Affleck haben will, macht man auch keinen Rotfilter drüber. Richtig. Weil, also, das war tatsächlich mein erster Impuls. Ja. Schlecht. Also Birds of Prey kriegt von mir eine 3. Ja. Würde ich auch so sehen. Absolut. Und wir haben noch vergessen zu erwähnen, natürlich Joaquin Phoenix, Oscar für Joker. Ja, aber erwartbar, es ging nicht anders. Der zweite Joker, der einen Oscar kriegt. Ja. Der zweite Joker. Ja. Heath Ledger. Ach ja. Ja, natürlich. Und eine ganz tolle Rede gehalten, muss ich auch noch mal dazu sagen. Ja, über Vegetarismus, ne?
Er hat es erwähnt. Ich liebe es, wenn ihr erwähnt. Nein, er hat, episch. Finde ich gut. Er hat nicht über Vegetarismus. Hast du die Rede gehört? Ich habe sie mir kurz transkribieren lassen. Nein, er hat es erwähnt. Er hat nicht wieder einige drüber geschrieben. Aber guck dir das ist noch, ja richtig. Guck dir ich noch will mal, auch kein Fleisch mehr essen. Guck dir das noch mal genau an, was er sagt. Das ist wirklich. Er hat wirklich seine Zeit sehr gut genutzt. Das ist ja gut. Finde das ich. Gary und ich haben The Gentleman gesehen. Oh ja. Guy Ritchie ist zurück, meine Damen und Herren. So, ich gehe mir eine rauchen, weil das höre ich mir jetzt nicht an. Warum hör nicht? Hör dir das nicht an. Gucken, er will den Film gucken, lass ihn doch. Guy Ritchie-Film. Ja, einer, pass auf, stolper nicht. Einer, wo weder Genie vorkommt, noch König Arthur. Ich freue mich mal wieder über einen Guy Ritchie-Film. Kannst du auch. Der ein Guy Ritchie-Film. Was mal auch, dann beeil dich. Ich will dich, von euch nichts hören. Beeil dich aber, ja? Mach nichts kaputt. Tust du mir einen Gefallen, legst du die Gitarre mal ein bisschen zur Seite, wo du gerade aufgestanden bist? Hinten so. Also, Gary und ich haben Guy Ritchie gesehen. The Gentleman gesehen. Du hast Simon Peck mal da kannst du nicht annehmen, da ist Vorhang. Dankeschön. Ja. So, Gary. Ja, also ich habe mich sehr gefreut. Hör doch auf, dauernd an mir rum. Ich will nur, dass die Leute, die uns auch sehen können an dieser Stelle, dein hübsches Gesicht sehen. Also, du hast es war die Stirn, sie zu zeigen. Es war natürlich, ich war sehr gespannt darauf, ob es tatsächlich so eine Rückkehr ist in das alte Genre, obwohl das ist es ja, aber wie er damit klarkommt. Interessant ist, dass ich jetzt, wo ich so ein paar Tage so Abstand habe, muss ich sagen, immer noch ein super Film. Ich habe mich immer noch toll unterhalten gefühlt und ich habe großen Spaß bei dem Film gehabt. Aber wenn ich die jetzt mit Snatch und Lock, Stock and Two Smoking Barrels nebeneinander stelle, muss ich schon sagen, dass er so an dritter Stelle tatsächlich so ist, wenn wir von diesen Gangsterfilmen so, also... Was ist mit Rock'n'Roller? Ich habe es bis heute nicht geschafft, den Film komplett zu gucken. Hast du den ganz gesehen? Nee, auch nicht. Ich habe Revolver gesehen. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ist Revolver, ist er von ihm? Revolver ist von ihm, ist aber auch eine ganz andere Kiste. Ja, hundertprozentig. Okay. Hundertprozentig, weil der Film, der geht tatsächlich, es ist ein Gangsterfilm, der aber in eine komplett andere Richtung geht. Das Problem bei Guy Ritchie ist, dass dass er ja quasi sein eigenes Genre gegründet hat, wie Tarantino. Das heißt, wenn du siehst, das ist ein Guy Ritchie-Film. Was sehr von Tarantino inspiriert. Inspiriert ist natürlich, klar, aber durchaus seine eigene Bildsprache hat und seinen eigenen Ton, sein eigenes Englisch, es ist ein sehr, sehr, sehr englischer. Das ist halt das Cockney-Englisch, ne? Das ja, aber halt nicht nur, das hat schon Variationen und das merkt man halt auch schon bei The Gentleman sehr. Ja. Ne? Bei The Gentleman merkt man das schon sehr, dass da verschiedene Varianten des englischen Straßen-Englisch vorkommen. Aber was macht denn jetzt eigentlich, wo man sagt, so Prädikat Guy Ritchie? Was ist das für dich? Das ist die Erzählweise, das ist der Schnitt, das sind die Figuren, das ist die, diese Ehre unter den Gangstern halt dieses Backstabbing, was es ja immer gibt, dass halt jeder weiß, dass der andere den Kollegen irgendwie im nächsten Moment umschießen oder erschießen könnte und das schwingt immer so mit und dann hast du immer so am Rande so Figuren hier auch wunderbar Colin Farrell, super geile Rolle. Lustig. Auch seine Crew, die er da hatte, die waren toll. Sehr lustig. Und auch hier Hugh Grant. Hugh Grant ist für mich der Dreh- und Angelpunkt des Films. Ja, stimmt. Also ich sag mal so, er hat ja schon mitgespielt in The Man from U.N.C.L.E., den ich auch sehr mochte von Guy Ritchie. Stimmt, der war toller Soundtrack. Ja, toller Soundtrack. Und er führt quasi den Stil, den er ja in Paddington 2 schon begonnen hat, so ein bisschen fort. Also er spielt eine Variation von sich selbst. Er spielt gegen sein nettes Jung-Image an, weil er spätestens seit seiner Aktion auf dem Hollywood Boulevard verloren hat. Mhm. Wie er mit seinem eigenen Image spielt, ist fantastisch. Ich habe jede Sekunde geliebt, Hugh Grant auf der Leinwand zu sehen war. Also ich werde mir den auch garantiert irgendwann mal als Blu-ray holen oder so, weil da gibt es bestimmt tolles Bonusmaterial, das ist ja immer so. Aber wie gesagt, also Snatch, das ist teilweise ist es, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, es ist die Erzählweise. Teilweise ist es eine Handlung, wo du nicht wirklich hintersteigst, was aber auch egal ist, weil die Figuren so toll sind. Es springt auch immer, das ist auch so ein bisschen, gerade wenn wir von Lock, Stock and Two Smoking Barrels sprechen, der auf Deutsch hieß.
Dame, Bube, König, Gras. Genau. Der springt ja auch hin und her. Du kannst wieder herkommen. Der springt ja auch so ein bisschen, der springt ja auch hin und her. Ähnlich wie Birds of Prey. Ich weiß noch, genau. Ich weiß noch, als ich damals Lock, Stock and Two Smoking Barrels als DVD-Veröffentlichung, ich habe den gar nicht im Kino gesehen habe. Und ich habe gedacht, leck mich am Arsch, was ist das? Ein elaboriertes, also da durchzusteigen bei dem Drehbuch, wie die einzelnen Figuren zueinander stehen, was wann wo passiert und so unheimlich tolle Einfälle so zwischendurch. Und das ist hier auch. Und es gibt tolle Reden, irgendwie, die mir fast besser gefallen. Weißt du, das. Ja, aber wir sind schon durch. Wir sind durch. Weißt du, diese, ich nenne sie immer so, dieses Haifischbecken-Szenen, weißt du, wo jetzt der eine Kriminelle dem anderen Kriminellen klar macht, dass er, im Grunde, weißt du, so im Grunde wie die Szene mit Dennis Hopper und Christopher Walken in True Romance. Ja. Weißt du, solche Szenen, die liebe ich ja, wenn sie nicht inflationär eingesetzt werden wie in Inglourious Basterds. Da war es mir ein bisschen zu viel. Und hätte auch schon einen Oscar geben können für Brad Pitt, da war auch ziemlich gut. Stimmt. Ja. So als Nazi-Jäger, ich finde, Nazi-Jäger sollten sowieso immer Oscars kriegen. Genau. Allein für die in der Kategorie Nazi-Jäger, bester Nazi-Jäger. Bester Nazi-Jäger-Film. Ja, noch spezieller. Noch spezieller. Bester Nazi-Jäger-Film mit Oberlippen. Und diese Szenen gibt es hier auch, weil wir haben ja ganz vergessen zu erwähnen, Matthew McConaughey ist unfassbar toll. Die, mal wieder gut, aber da habe ich auch immer so das Gefühl, der spielt immer die gleiche Rolle. Ohne, das meine ich gar nicht abwertend. Er ist der beste Matthew McConaughey-Darsteller, den es gibt. Er hat halt auch so dieses wenn der ausholt zu irgendeinem Monolog, dann weißt du, jetzt wird's interessant irgendwie. Und so ist das. Gary, noch ganz kurz, wir haben den Film auf Englisch gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der auf Deutsch ist, weil dieses alleine Hugh Grant. Ja. Benjamin Völz ihn synchronisiert, bin ich schon sehr zufrieden. Ja, aber es geht, also ich war sehr froh, ihn auf Englisch gesehen zu haben. Ja. Also wenn ihr... Ja, Guy Ritchie muss man in Englisch sehen. Ach, ihr seid solche... Nee, wenn du den Film siehst, wirst du stehst auf meinem Kabel. Nein, ja, aber du siehst cool. Das ist doch nun mal, das sind doch die Schauspieler, das ist doch nun mal die Muttersprache von... Was mache ich denn, Alter, was für ein Kabel mit, denn? Mit deinem Stuhlbein stehst du auf dem, Pech. Du machst das Kabel kaputt. Ach Mann. So, danke schön. So viel Zeit muss sein. Uncut Gems... Ja, habe ich geguckt. So, der Film heißt auf Deutsch. Den habe ich leider nicht gesehen. Noch der schwarze Opal. Der schwarze Diamant. Und das Lustige ist, es kommt überhaupt kein schwarzer Diamant vor. Null. Sie hätten den Film auch der dunkle Kristall nennen können, aber den gab's schon. Auch egal. Uncut Gems bezieht sich natürlich, haben wir schon drüber gesprochen, über Gems, genau, nicht Gemse, genau, über ungeschliffene Diamanten. So, Thorsten. Fantastisch synchronisiert von Dietmar Wunder. Ich habe ihn auf Deutsch gesehen, schlag mir ins Gesicht. Kannst du durchaus. Gut. Ja, kannst du ruhig machen. Fantastisch. Also das ganze trostlose New Yorker Juweliersviertel mit den jüdischen, also trostlos im Sinne von seltsam, rauchig und schmutzig wirkend, das ganze jüdische Viertel für Diamantenhändler fantastisch eingefangen. An dem Film stimmt alles. Ich habe den sehr, 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 sehr genossen. Das Kostümbild alleine, was er immer zu viel, egal wen du triffst, die Leute sind, es ist immer zu viel. Mhm. Lederjacken, Brillantohrringe, mehr Rolex wurden in keinem Film je rumgereicht. Unglaublich. Unfassbar. Spielt der also in unserer Zeit oder ist der spielt im Mittelalter? Der spielt im Mittelalter. Nein, aber kann das sein, dass er in den 70er Jahren, meine Güte, es kann ja sein, dass er in den 70er Jahren nein, spielt. Nein, das spielt im Jahr. Geil. Oder 80er Jahren. Hast du nicht auch dir gewünscht, dass du eigentlich so ein Blutdruckmessgerät hast die ganze Zeit? Weil das ist ja ein so ein hohes Oktanlevel, dieser Film. Echt? Das ist ich bin wirklich gespannt, wenn du den siehst. Du brauchst wirklich Baldrian, weil du denkst, nein, mach das nicht. Es ist ein Film über Jonglage, nur mit Geld, Leben und Zeit und Würde. Und das ist ihm wirklich, wirklich, wirklich stark. Es wirkt wie Echtzeit. Okay. Es wirkt ein bisschen wie 1900. Ja, und es ist ein kurioser, fantastischer Film. Hast du nicht jetzt bin ich neugierig. Hast du nicht das Gefühl gehabt, als du den Film... Das ist eine Welt, in der ich überhaupt noch nie war. Erstmal diese Juwelierswelt, dann diese Sport-Basketball-Welt, dann natürlich dieses ganze jüdische Familie-Hintergrund-Geschichte. Ich habe gesagt, ich blicke da in einen Kosmos, in ein Universum, das so weit weg ist von meiner Realität. Ja, absolut. Aber ich kann nicht weggucken. Und trotzdem ist er eine starke Identifikationsfigur. Ja. Man will, dass er gewinnt. Und er ist wahnsinnig. Er will, dass er das Spiel gewinnt. Du willst, dass er die Uhr verkauft. Du willst, dass er Umsatz macht. Du willst, dass er diesen diamantenen Furby an den Mann bringt. Du willst auch, dass er diesen diamantenen Furby...
Aber ist das nicht, toll, dass Adam Sandler, dass der wirklich so entweder wirklich richtig brillante Filme macht, wo er wirklich zeigen kann, was er als Darsteller drauf hat, und dann auch mal zwischendurch wieder totalen albernen Quatsch. Er ist gut in albernem Quatsch. Ja. Das muss man sagen. Ich fand Murder Mystery klasse. Ich habe da sehr viel Spaß gehabt. Das ist eine unglaublich gut geschriebene Komödie. Doch, es war eine unglaublich gut geschriebene Komödie. Wenn er nicht immer, mein Sohn hat das mal sehr treffend gesagt, der sagt, ja, Adam Sandler ist halt immer der Vater, Arzt und trifft dann eine Frau im Urlaub. Ja. So, das war eine hübsche, sehr hübsche. Entweder Jennifer Aniston oder Drew Barrymore. Ja, aber die hat er doch gleich mitgebracht, das war doch seine Frau. Ja, aber trotzdem, ich meine, das kann man gut eindampfen, und er hat zwischendurch tolle Filme gemacht. Ja. Und der Film ist ganz, ganz großartig. Also es ist wirklich, ich habe noch mal Wedding Singer gesehen. Wedding Singer fing ja alles an auch bei mir, meine Liebe zu Adam Sandler, da ist er auch ganz toll. Dann so eine Scheiße wie Waterboy, was heißt Scheiße? Er war halt scheiße synchronisiert. Der Film, scheiße, sich wirklich, wir sagen jetzt nicht, welcher Kollege das gemacht hat, aber er hat da Geld für bekommen. Aber es war Matze Knob. Ja, danke. Und der Matze Knob, der aber sprach mit der Stimme von Super Richie, ich weiß nicht, welcher vollkommene Spacko das entschieden hat. Die gleichen Leute, die Erkan und Stefan als Haie in Findet Nemo. Da habe ich ja mal einen. Ja gut, wobei ich sagen muss, ich habe Erkan und Stefan kennengelernt. Ich finde die, also du kannst mich für einen Idioten halten. Ich finde die immer noch lustig. Es reißt und du kannst mich für einen Vollspacko halten. Ich habe mich über Der Tod kommt krass, über die Filme, scheckig gelacht. Wirklich scheckig. Ich bin aber auch ein sehr einfach gestrickter Mensch. Ich bin ein sehr simpel gestrickter Mensch, ja. Aber die sind beides tatsächlich sehr nett. Schönen Gruß an erstmal das, Florian, dann stimmt die Chemie zwischen denen. Das stimmt. Zwischen denen. Es kann jetzt vielleicht sein, dass sie aus der Zeit gefallen sind und sich erst noch ein bisschen hochpimpen müssen. Aber nochmal kurz auf Adam Sandler zurückzukommen. Adam Sandler ist wirklich so ein bisschen Mr. Jekyll und Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ja. Ein großer Adam Sandler-Fan, als Wedding Singer rauskam, habe ich sehr, sehr geliebt. Ja. Dann habe ich mir alle anderen Filme auch angeguckt und dann kippte das irgendwann mal in so eine Vehikel-Geschichte, weißt du? Wo ich dachte, das ist jetzt ein Film, den Adam Sandler selber produziert hat, wo er seine ganzen Freunde mitspielen lässt. Ja, Chris Rock, Rob Schneider. Happy Madison. Ja. Und dann kam dann King of Queens noch mit rein und so weiter, wo du dachtest, oh, das ist jetzt so ein Familienunternehmen geworden. Dann gab es so Filme wie natürlich Punch Drunk Love oder den ich nicht so gut fand. Den das du war nicht so ein Arzi-Fazi-Film. Und wir haben gesehen zusammen, wir haben ja schon drüber gesprochen, über Spanglish. Dann war ich aber den so. Den hatten wir damals zusammen. Den haben wir zusammen gesehen in Berlin. Das ist ein geniales Sandwich. Und was? In dem Film. In dem Film macht er sich ein geniales Sandwich. Ja, ja. Aber ich habe mir dann auch die ganzen Adam Sandler CDs gekauft. Der hat ja CDs gemacht mit Songs und mit Comedy-Sketchen. Kennst du die? Ja. Es gibt einen, wo er... Ich habe das Konzert sehen auf Netflix, das ganze Programm, und da habe ich mich scheckig drüber gedacht. Ja, das ist auch sehr, interessant. Und er hat CDs gemacht oder LPs die und Songs CDs, sind auch immer die Songs, die immer toll sind. Aber das ist schon fast ein bisschen was von Helge Schneider, ne? Er hat zum Beispiel einen Swing-Song gemacht, und zwar mit dem Original Frank Sinatra Orchester, also mit den Leuten, die mit Frank Sinatra gespielt haben. Und es ist aber der versauteste Song, den du dir je vorstellen kannst. She Comes Home to Me heißt der, und ich habe das gehört, ich habe gesagt, das kann der doch nicht machen, und er macht das auf sich. Ja, ja. Es gibt einen Sketch mit ihm und Kevin Nealon, wo er sich das Rauchen abgewöhnen will durch Hypnose, und Kevin Nealon spielt den Arzt, und der Sketch geht 9 Minuten lang und es wird nur gefurzt die ganze Zeit. Es geht nur so, sie sind jetzt ganz ruhig, sie denken an nicht, das haben sie nicht gehört, und die ziehen das du wirst es lieben, Thorsten, er lacht jetzt schon, du wirst es lieben. Ich hab gesehen, Knife Guys. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, bei wem es war. Kennt ihr das? Knife Guys? Nein. Die, ich weiß nicht, bei welcher Saturday Night Live, mit wem ist das nochmal? Wen gibt es da alles? Wer moderiert alles Nightlife-Sendungen in Das sind immer wechselnde Hosts. Stephen Colbert? Oder meinst du jetzt die Conan O'Brien? Es kann Stephen Colbert sein, ich weiß es jetzt gerade nicht. Wo mittendrin in der Nightlife-Sendung so ein Vorhang aufgeht und Will Ferrell und Ryan Gosling sind die Knife Guys, die diesen Platz gebucht haben, die also quasi Messer verkauft. Das klingt nach so. Klingt nach Jimmy Kimmel. Ja, das ist Jimmy Kimmel. Und wo sie dann sagen, pass mal auf, wir haben den Platz hier gebucht und so Messersets verkaufen. Und darüber haben wir auch scheckig gelacht. Es gibt zwei Teile, sehr, sehr lustig. Ja, ja. Also Uncut Gems auf jeden Fall eine große Empfehlung für uns. Aber es ist ein echten Adrenalin. Ja, also, Pulsfilm. Gucken, unbedingt super, gucken. Super gespannt. Super gehypt jetzt. Liebe Leute, ich habe die Känguru-Chroniken gesehen.
den Film. So, ich schicke jetzt mal voraus. Erstmal, ich bin natürlich ein großer Fan von Marc-Uwe Kling. Wer ist es nicht? Weil es das ist, wo du jetzt sagst, das sind extrem viel verkaufte Bücher und ich gönne ihm alles Glück der Erde und ich glaube, in 30 Jahren wird das in die Annalen eingehen, wie seinerzeit Heinz Erhardt oder sonst wer. Das ist schon stark, haltungsstarker, puppenlustiger Humor, großartig aufgebaut, aber noch was, ich finde die Idee fantastisch, dass er das Känguru synchronisiert, eine brillante Entscheidung, aber wie ist der Film? Ja, du kennst die Känguru-Chroniken gar nicht, oder hast du jetzt mal reingehört? Ich habe mal reingehört, ja. Ist Alf, ne? So ein bisschen wie Alf, oder? Das ist die Grundidee. Oh Gott, ja, nein. Jetzt extra gesagt, die Grundidee ist gar nicht so verkehrt, aber... Gut, dann ist es auch wie E.T., so. Gespräche mit Gott und Alf. Doch, Gary ist gar nicht so weit weg, aber es ist natürlich... Also ich finde, und da gebe ich dir absolut recht, was Marc-Uwe da erfunden hat, ist ein Meilenstein des deutschen Humors, ist das eine der lustigsten Sachen. Es funktioniert als Buch gut, als Geschichte gut und es funktioniert als Live-Lesung auch sehr gut. Es funktioniert aber auch über die Länge sehr gut, verstehst du? Und der dritte Teil hat ja sogar einen richtigen Bogen, eine richtige Handlung. Okay. Und da sind wir jetzt bei dem Film, die Känguru-Chroniken. Ich habe Marc-Uwe vor ein paar Jahren mal getroffen bei, wo war das, bei Puff-Puff? Ich auch, ja. Und er hat mir schon das... Schon vor 10 Jahren. Er hat mir das... Poetry Slam. Er hat mir das... Ja, ja. Und er hat mir das angedeutet, dass es einen Film geben wird. Und ich habe gesagt, pass auf, das Allerwichtigste beim Film ist, dass du das Känguru sprichst. Nicht, dass du den Typ spielst, sondern du bist die Stimme des Kängurus. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, wie ist das Känguru animiert? Es ist gut animiert, es ist unglaublich hässlich, also sieht wirklich echt aus, es ist also nicht so, es ist kein sozialdemokratisch geläuterter Koalabär, so wie es auch vorkommt, sondern es ist ein richtig hässliches Känguru und es fängt auch an, eigentlich wie die Bücher anfangen. Es geht sehr viel über Metaebene, es gibt sehr viele Filmzitate, Big Lebowski wird zitiert, es gibt eine ganze Pulp Fiction Sequenz und es gibt dieses Thema, dieses Handlungsthema, was getragen wird von Henry Hübchen als Bauunternehmer, der ein ganzes Viertel platt machen will und der gleichzeitig für die AZD kandidiert, also für die Alternative zur Demokratie. Knick, knack. Und es kommt ein paar tumbe Nazis vor und die Schauspieler sind alle auch gut. Aber ich finde, es funktioniert als Film nicht wirklich richtig gut. Woran liegt es denn dann, Hennes? Das liegt einerseits... irgendwie ich finde das ganz schwer zu sagen, weil ich bin Marc-Uwe sehr gut gewillt und ich wollte auch, dass das richtig, richtig gut wird. Und das Thema, was da drin ist, es geht auch um Nazis und um Reaktionäre und Klimaleugner und so weiter. Haltungsstark. Haltungsstark. Okay, dafür ist es nicht, es ist lustig, aber es ist nicht richtig gut genug. Hat man sich zu sehr darauf verlassen, dass das Gimmick, da ist ein sprechendes Känguru in der Wohnung. Das glaube ich nicht, dass wir das machen. Nein. Okay. Ich glaube, es fehlt die Dichte. Die Dichte, die selbst Short Stories von ihm haben, sind auf dem Film nicht übertragbar bei 90 genau oder 100 Minuten. Genau das ist es. Genau das ist der Punkt. Und als jemand, der die Kurzgeschichten und der auch den dritten Band, der wie gesagt diesen großen Überbau hat, der große Handlung sehr, sehr liebt, ist es ein bisschen dünner. Ich glaube, dass die Fans das lieben werden, aber es ist genau wie bei, ich erinnere mich noch an den kleinen Arschloch-Film von Walter Mörs. Ja, ja. Und in dem Moment, wo ich hörte, wie das kleine Arschloch spricht, habe ich gewusst, das ist nicht mein kleines Arschloch. Das heißt, wenn diesen Satz bitte nicht aus dem Kontext nehmen und als Meme verwenden. aber kennst du das, wenn du etwas hörst, für dich hörst, oder drei Fragezeichen, du sitzt alleine und hörst was oder liest was und dann siehst du das adaptiert für den großen Markt und nimmst davon Abstand, weil du sagst, das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich hatte dieses Erlebnis jetzt noch nicht so oft, aber ich kann das nachvollziehen. Ja. Ne? Also und das war bei dir jetzt hier so bei den... Das war bei mir. Aber woran lag's? Weil er hat ja das Känguru selber gesprochen. Ne? Nö, das liegt halt eben an dieser Dichte, dass du eine Kino-Erzählstruktur gekriegt hast, dass du schnell aufpassen musst, dass ein Film, der so ikonisch ist wie die Bücher und so fantastisch wie die Bücher, dass er nicht so schnell den Dreh kriegt, den deutsche
Komödien zu schnell das einmal, regen. Ich vermute mal, ohne den Film gesehen zu haben, da könnt ihr ja sagen, was ihr wollt, weil klar, jeder achtet darauf, ist das Känguru gut gemacht, verstehst du? Und da ist ein Känguru ständig zu sehen. Wenn du das Hörbuch hörst oder so, klar, dann hast du das im Hinterkopf, dass das ein Känguru sein soll, aber du vergisst es nach einer Zeit. Aber da wird es dir halt nicht ständig... Nein, Marc-Uwe Kling spricht das Känguru einfach toll akzentuiert. Verstehst du das? Das Känguru ist nicht der Punkt. Wenn das Känguru beschissen gemacht ist, ärgerst du dich den ganzen Film drüber. Und das ist nicht beschissen, das ist gut gemacht. Ja, und wenn das Känguru gut gemacht ist, nimmst du es nach etwa 10 Minuten als vollkommen gegeben hin, dass es ein gut gemachtes Känguru ist. Es ist sogar beeindruckend gut gemacht für, ich sag mal so, für einen deutschen Film. Und man sagt, das ist ein deutscher Film, das sind richtig Geld dahinter. Viele Deutsche arbeiten in Hollywood an diesen Spezialeffekten. Ich meine, guck dir das an. Die meisten, die auch gemacht haben, 2012 von Roland Emmerich, für mich einmal noch der State of the Art Special Effects Filme. Ich habe mir den neulich noch angeguckt. Ich dachte mir, was hat der rein? Das ist für ein geiler Film. Letztendlich. Das waren auch viele Deutsche, die da, also die meisten waren, glaube ich, Deutsche, die daran gearbeitet haben. Wir kriegen ohne Probleme, wenn die Kohle da ist. Es will ja keinem Special Effects Leuten Geld geben. Ne? Das heißt ja, wieso? Geht doch per Computer. Die sollen ja alle keine Kohle mehr richtig kriegen. Die verdienen ja nicht genug Geld. Und es in Deutschland ist ja dieses mit dem nicht genug Geld verdienen, ist ja, oder nicht besonders, nicht genug Geld kriegen für eine vernünftige Arbeit. Das ist ja nirgendwo so manifestiert wie in Deutschland. Weißt du? Und da, dass wir, es ist ja das Mindeste, dass wir Deutschen ein gut animiertes Känguru hinkriegen. Und auch diesen Satz möchte ich nicht aus dem Zusammenhang gerissen wissen. Ich glaube, das ist als eine Netflix-Serie oder als eine Prime-Serie viel, viel besser funktioniert hätte, weil das Episodenhafte einfach viel von der Dramaturgie, dem Ganzen viel mehr gut... Eine kleine Anregung. Es gibt ja eine HBO-Verfilmung demnächst von Quality Land. Das ist ja auch... Ist das nicht eine Sensation? Das ist eine Sensation von Quality Land. Marc-Uwe Kling. Marc-Uwe Kling hat Quality Land geschrieben, in der sich auch das Känguru mal manifestiert. Tatsächlich. Ja, das war wunderbar. Ja, das war ganz wunderbar. Hast du die dunkle oder die helle Version? Die dunkle. Ich auch. Die dunkle Version. Das gibt's auch. Und das ist, das ist eine Sache, die du schon lesen sollst. Marc-Uwe Kling ist... Das ist wirklich... Das ist für mich... Es gibt so ein paar... Deutsche, die ich als wahre Literaten empfinde, in dem Bereich, was ich lese. Und das ist für mich zum einen Joachim Meyerhoff und zum anderen Marc-Uwe Kling. Ja, auf jeden Fall. Okay. Weil ich auf Humor auch verschärft Wert lege, kannst du ja denken. Aber was Marc-Uwe für den deutschen Humor geleistet hat, ist ich will jetzt keinem irgendwie an die Karre pissen, aber das ist ganz, ganz weit vorne. Und deswegen ist dagegen sind wir alle so ein bisschen kleine Lichter. Aber das musst du auch mal anerkennen, weil er ist wenigstens jemand, der sich auch nicht wie so ein Tier exponiert. Ja. Du siehst ihn nicht jeden Tag sich selber feiern. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Der nimmt Preise im Kapuzenpulli entgegen. Ja. Da ziehe ich meinen Hut vor. Deine Mütze. Soll ich mal meine Mütze? Hör mal, ich war in Wiesbaden bei so einem türkischen Barbier. Ja. Und irgendwie hat er wohl, als ich sagte, ein bisschen kürzer verstanden. Mach wie Fantomas, nur in beige. Willst du mal sehen? Oh ja, bitte. Jetzt für alle. Sehr gut. Oh, ja, komm, jetzt sind wir aber. Jetzt haben wir Partnerlook. Was? Oder? Ich auch. Ja, zwei Glatzen. Nicht schlecht, oder? Oh, toll, zwei Glatzen, eine Frisur. Da hat er aber richtig zugeschlagen. Alle, die uns jetzt nur hören, also es glänzt sehr gerade hier. Steht hier. Meine super. Herren. Ja. Ja, aber das steht hier wirklich gut. Ist ein bisschen bösartig. Ne, es ist ein bisschen wie Mr. Freeze. Lex Luthor. Lex Luthor. Ich sitze zwischen zwei Lex Luthors. Ja, und das ist halt so. Naja, kann man, aber ganz ehrlich, das steht hier echt sexy. Finde ich jetzt selber auch. Macht mich ein bisschen scharf gerade. Ja. Wieso weißt du, denn? Das war so ein schöner Moment. Lass mich doch mal eben ein bisschen. Tolle Wurst. Super Sausage. Also. So. Känguru-Chroniken. Haben wir. Ich lass jetzt auch mal einen Moment haben ab. Wir geguckt. Lass uns noch mal kurz, bevor wir... Lass doch mal über die Trailer reden, die eingeschlagen sind. Stranger Things 4. Ja, ich hab geguckt, den Trailer. Also noch nicht geguckt? Nee, ist gut. Du siehst einfach nur, wie unser lieber Freund David Harbour im Sibirien im Schnee auf so einer Schiene am Arbeiten ist. Und da kommt Stranger Things 4. Also er hat überlebt. Achso, und war da. Schade, weil ich Stranger Things. Ich bin da beim zweiten Staffel noch nicht gesehen. Ach, du hast ja noch nicht mehr die zweite Staffel gesehen. Inmitten der zweiten Staffel. Bei der ersten Folge der zweiten Staffel ausgestiegen. Also, Stranger Things 4 kommt auf jeden Fall. Habt ihr den Trailer zu The Iron Mask gesehen? Nee. Mit Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger in einem chinesisch produzierten Film. Das ist total Wahnsinn. Kennt ihr diese Filme Detective D? Ja, sowas. Das geht sehr in diese Richtung. Okay. Erstmal Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger Jackie Chan. Entschuldigung. Es ist vor allen Dingen auf dem Plakat, steht da oben Arnold Schwarzenegger, dann noch ein englischer Schauspieler, dessen Name mir gerade entfallen ist, und daneben steht Jackie Chan. Und da steht aber Jackie und vorher steht und. Aber es steht so, als ob da steht und Jackie und Chan.
Weißt du? Ja, auch so, ja, so. Und die haben ja schon mal zusammen agiert in 80 Tagen um die Welt vor vielen, vielen Jahren. Aber diesmal treten sie wirklich gegeneinander an. Ja. Und es ist halt, es kommt ein Drache vor, es ist alles komplett wahnsinnig. Ja, ja, ja. Die Chinesen drängen mit Macht auf den internationalen Filmmarkt. Naja. Und haben ja auch bei Mac schon, also sie machen das ja so, sie haben ja Mac zu großen Teilen mitproduziert. Wieso nicht mehr lange? Kannst du das bitte elaborieren, wenn du. Nein, ich habe nur ein. Einfach mal dummes Zeug labern. Ja, kann man doch auch mal. Wie so ein FDP-Politiker. Einfach mal. Du bist echt. Nein, aber. Du musst echt aufpassen, ne? Mit deiner Trollerei hier. Ja, wir gehen gleich mal vor die Tür, dann kriegst du mal aber richtig mal schön eine geklatscht, aber kein Applaus, mein Freund, du. So, also die Detective D-Filme gibt es gerade übrigens bei Prime, kann man streamen. Okay. Hm, ja, kommen noch andere Sachen vorher. Gut. Kommen auch noch andere Sachen. Ja, genau. So, habt ihr die Super Bowl-Trailer gesehen? Wir reden natürlich über Fast 9. Komm, reden wir über Fast 9. Ja, den habe ich mir angeguckt und kann jetzt nichts mehr wiedergeben. So, tut mir leid. Bist du geblitzt, Ding? Da spielt jetzt irgendwie dieser Senna mit, ne? Michael Senna, wie der heißt. Ehemaliger Catcher, Wrestler. Ja, so. So, ja, der spielt und, Baseball. Das was ich so ein bisschen doof finde. Das ist so ein klein bisschen Wrestler-Reste-Rampe immer. Ja, ja, ja. Wobei es dann einige Leute natürlich dann auch ganz nach vorne geschafft haben, wie The Rock, ein großer Sympath. Und dieser fehlt halt jetzt in dem neuen Film. Ja, ja, vielleicht keine Zeit. Weil er seinen eigenen. Weil es gibt ja mittlerweile den Trend des The Rock Films der Woche. Ja. Das ist, habt ihr auch das Gefühl, dass Dwayne The Rock Johnson, dass der so ein bisschen zu omnipräsent ist? Also mir ist das ein bisschen zu viel. Man sieht ihn gerne, er bedient verschiedene Genres, wie meine Oma gesagt hat, Genre. Und das ist ja, ich meine, ich habe neulich nochmal Rampage gesehen. Wie viel Freude hatten wir sonntagmorgens an dem Film? Ja, oder? Schön gewesen. War Rampage, war das nicht ein super Monsterfilm? Ja, aber fehlt The Rock, also Dwayne Johnson, jetzt nicht in den Fast and Furious Filmen? Kann denn ein Vin Diesel mit seiner stoischen Ernsthaftigkeit, darf ich das erst zu Ende aussprechen, bevor du... mir naja, du grätst ja auch immer dazwischen. Aber, ich weiß, aber mir fällt es nur bei dir nur auf. Ja, Entschuldigung, Hennes, red doch einfach mal aus. Ich denke nur noch an die Leute, die das nur hören. So, ja. Also, erst die Frage, dann die Antwort. Okay. So, fehlt in so einem Film Dwayne Johnson nicht, wenn wir nur Vin Diesel haben mit seiner stoischen, ich sag mal so, Art? Ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, also mir würde auf jeden Fall fehlen oder mir wird er fehlen, aber nichtsdestotrotz freue ich mich über haarsträubende Action und mehr erwarte ich von dem Film. Ich habe ein Meme gesehen von jemandem. Ich sehe mich gerade, ich sehe aus wie Colonel Kurtz aus Apocalypse. Ja, stimmt. Auch. Ah, richtig. The Horror. Kopf so. The Horror. The Horror. The Horror. Horror. Stimmt. Ich habe ein Meme. Ralomando. Ich habe gesehen. Ralomando. John Donson. Was wir immer gesagt haben, kennst du den Mann mit dem größten Nachdurst? Marlon Brando. Haben wir in der Schule immer gesagt. Ja, ich habe ein Meme gesehen von jemandem, der ein Pappschild hochhielt. Was ist denn ein Meme? Ein Meme ist also ein Bild, ein animiertes Bild, ein Bild sein, ein animiertes Bild im Internet. Auf dem Pappschild stand Stop Making Fast and Furious Movies. So, ja, ja. Brauchen wir jetzt wirklich den neunten? Nein, natürlich nicht. Die werden so lange gemacht, wie sie verkauft werden. Sind das die Dudu-Filme unserer Zeit? Wenn du das so sehen willst. Ist Vin Diesel Jimmy Bondi? Jimmy Bondi vor allen Dingen, wie hohl das war. Solange, ja, das ist wirklich hohl. Und dieser Typ, steht da wohl auch nicht mehr hinter seinem. Das war ja auch so ein Heilpraktiker-Typ, oder? In so Hemden mit so Biesen auf den Schultern. Wer war das überhaupt, der Schauspieler? Ich weiß nicht, aber Joachim Fuchsberger hat mich gespielt. Ich habe das geliebt. Sonntags morgens um 11. Weißt du noch, die haben sie immer im Rathaus? Ja, natürlich, unten im Rathaus. Ja, ja, unten im Rathaus in Bochum, genau. Und ich werde nie vergessen den Dialog. Wo kommst du her? New York. Ostküste. Wo kommst du her? San Francisco. Westküste. Wo kommst du her? Helgoland, Steilküste. Herrlich. Herrliche Dialoge, die leider nie einen Oscar gekriegt haben. Ich hab sie jetzt, die Box habe ich in der Hand gehabt, aber 36 Euro war mir zu lass teuer. Lass uns das teilen, bitte. Lass uns zusammenschmeißen und wir teilen uns das Geld. A Quiet Place 2 Trailer. Schlabunsen. Da geht's. John Krasinski schafft es. Sequel meiner Wahl. Weil du wirklich gesagt hast, der erste Teil war toll, aber verdammt wenig Monster. So wie üblich. Und dann irgendwann sofort im Trailer schon. Ich freue mich über jede Art von Suspense, aber irgendwann dachte ich mir, was ist mit Monstern? Die kommen erst zum Schluss, wie in Jurassic Park, so ein bisschen. Und macht schon Bock. Ja, so, habe ich auch groß. Ne? Wenn John sie mir Krasinski die Vorgeschichte erzählen, habe ich richtig Bock. Genau. Es ist richtig, glaube ich, halb, ne? Es ist sowohl die Vorgeschichte als auch die Fortsetzung. Sehr geschickt gemacht. Sehr geschickt gemacht. Wahrscheinlich mit Rückblenden, knickknack. Und
da, also freue ich mich drauf, habe ich Spaß dran, ja? Ja, ja. Und das ist ein großer Erfolg, also wenn sie ein paar mehr Euro reingesteckt haben müssen auch, weil diese Kreaturen kosten ja viel, kannst ja gucken, in Deutschland Känguru ist ja kaum zusammen. Am Tag, ne? Also das war im Trailer hast du das Monster ja schon am Tag gesehen. Am Tag und es kracht in so eine Apotheke rein. Das magst du ja. Ich liebe das. Ich mag bei Tag. Ja, ja, eben, das ist dafür. Ich mag bei Tag. Die Thorsten Sträter. Ja, auch Bruder Tag aus Robin Hood, fand ich total super. Bruder Tag, tauchte nachts einfach nicht auf, hat sich immer hingelegt. Minions Rise of Gru. Also ja, mach mal. Wirklich, eigentlich jeder Minions-Film. Man kann Minions-Film immer gucken. Solange nicht Joko Winterscheid dabei mitspricht, ist alles gut, wie beim letzten. SpongeBob, Sonic. Ja, muss ich leider auch sehen. Muss man leider sehen. Der erste komplett computeranimierte Film. Ist egal. Und von SpongeBob und nach dem Tod von Steven Hillenburg. Ja. Und es geht weiter mit SpongeBob. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich auch. Santiago Ziesmer wieder als SpongeBob zu hören. Die Serie? Ich weiß nicht, ob die Serie läuft. Sonst guckst du halt von vorne. SpongeBob ist das Einzige, wo du wieder beginnen kannst. Mit. Das für mich ist ja der legitime Nachfolger von SpongeBob Schwammkopf ist ja Gumball. Auf Netflix. Ja, wie ist das denn? Ich habe nur kurz reingeguckt. Gumball, das ist so albern. Aber da war zum Beispiel eine Folge, da habe ich so gedacht, Mann, ist das gut geschrieben. Mhm. Weil da ist so ein ganz bestimmter Callback, der beim ersten Mal ein Gag ist, beim zweiten Mal ist er, du lachst, weil er nochmal wiederkommt und dann taucht er aber nochmal ein drittes Mal auf und hat dann aber eine Bedeutung. Und da habe ich so gedacht, das ist echt genial geschrieben. Ja. Also sehr albern und hat aber auch so durchaus... Wie heißt das? Gumball. Auf Netflix. Ja, es sieht aus wie so eine super süße Manga. Mhm. Irgendwie so mutet es an. Aber wenn es ein paar Folgen geguckt hast, ist es sehr lustig. Hast du den Werbespot gesehen von, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es ging um Mountain Dew. Mountain Dew, ja, habe ich Brian Cranston und Shining. Thorsten, was sagst du denn dazu? Fand ich super. Habe ich sehr drüber gelacht. Freut mich sehr, dass er diese Ironie aufbringt, Brian Cranston. Sehr schön gemacht. Ich habe da sehr viel Spaß dran gehabt. Ja, fand ich super. War das so ein Werbespot während Super Bowl. Das ist übrigens auch interessant, ne, dass das auch so ein Event ist, ne, dass man sich also nicht nur auf die Trailer, die während der Super Bowl Pause laufen, freuen, sondern auch auf die, Werbespots. Ne, das liegt halt daran, weil die Werbespots so viel kosten wie das Bruttosozialprodukt kleiner Dritte Welt. Genau, deswegen in der Regel keine Scheiße senden. Okay, irgendeine Ahnung, wer gewonnen hat den Super Bowl? Nein. Ist auch scheißegal. Also das, man guckt. Ja, es gibt jede Menge Miami Schabrantapiers, man weiß es nicht. Also da gibt es Freaks, die das wirklich gucken. Man weiß es einfach. Ich habe bis heute die Regeln nicht gecheckt. So, Lock and Key läuft auf Netflix. Die erste Staffel komplett gesehen. Erzähl mal was. Also Lock and Key ist geschrieben von Joe Hill, dem Sohn von Stephen King. Ja, richtig. Und es ist eine Comic-Serie. Adaption, ganz genau. Und als solche, es ist eigentlich das Szenario, ist auch jetzt nichts Kompliziertes. Also eine Familie zieht in das geheimnisvolle Haus eines Verwandten, ich glaube des Großvaters oder Urgroßvaters und so, und da gibt es geheimnisvolle Schlüssel, die jeder Schlüssel hat so seine eigene Bedeutung beziehungsweise seine eigene Kraft, wenn du so willst, und die Kinder dieser Familie entdecken das so für sich und ist das gruselig? Und werden zu Schlüsselhütern, ganz genau. Das Ganze ist gruselig. Es hat durchaus, man merkt sofort, dass es hat sehr viele. Familie Steam, King hat wieder Steam, zugeschlagen, ja. Ja, genau, Familie King. Es hat sogar sehr viele Parallelen, würde ich mal sogar sagen, zu S. Ja. Weil es geht um junge Jugendliche, die plötzlich diese Schlüsselhüter sind. Dann geht es um eine unbekannte Macht, die in einer Höhle lauert. Und, es gibt einen großen Verlust am Anfang. Ganz genau. Es gibt einen großen Phallus am Anfang. Phallus, genau. Es wird ein Riesenphallus eingeblendet. Eigentlich die Anfangsszene ist praktisch 1:1 aus. Es ist nämlich, jemand kriegt einen Anruf und sagt, ja, alles klar, habe ich verstanden, und bringt sich danach um. Ja. Also das ist, da weißt du schon, woher der Hase läuft. Und Spoilerboy! Genau, ja, das war auch jetzt der einzige, weil es auch wirklich jetzt in den ersten zwei Minuten ist. Warum das so ist, das spoiler ich ja nicht. Ich habe mich sehr gut unterhalten. Und dann würde ihr so einen Schlüsseldienst rufen, der ganz oben im Branchenbuch steht. 498 Euro, so. Schlunz, der kriegt jede Tür auf. Scheiß auf. Jetzt egal. Genau, also es wird wohl eine nächste Staffel geben. Das Ende der ersten Staffel war sehr offen, also von daher denke ich mal, es geht weiter. Stranger Things? Ja, weiß ich nicht. Stranger Things ist ja eher so
die setzen sich ja eigentlich auf andere Formate drauf. Okay. So, also von daher kann man das immer. Hier der Junge, der in S den Georgie. Ja. Georgie spielt da eine Hauptrolle. Ja, okay. Und ist jetzt irgendwie auch kein bisschen gealtert. Also die müssen die Serie angefangen haben, direkt nachdem er S abgedreht hat, weil der hat da die. Also ist er genauso alt und spielt da sehr gut. Und ja, also mir hat die erste Staffel sehr gut gefallen. Große Empfehlung von Gary Streberg. Ja, würde ich sagen. Eine Serie, in die ich mich komplett verliebt habe auf Netflix und die auch gerade einen großen Hype erlebt, ist Sex Education. Ich weiß, ja. Du hast die ersten beiden Folgen gesehen. Ja. Könnten bitte die Mitarbeiter im Hintergrund einfach sich mal zurückhalten, während ich erstmal anfange, darüber zu sprechen. Ja, Dankeschön. Vielleicht will ich das noch gucken. Komm. Vielleicht geh mal wieder einen rauchen. So, du kannst auch gehen gerne. Wenn du nichts Konstruktives beizutragen hast, kannst du gerne gehen. Hast du mich jetzt zugedreht oder was? Arsch. So, pass auf. Ich und wir können da gerne kontrovers drüber reden, ohne dass da jetzt hier irgendwie. So, jetzt wird hier erstmal. Genau, du bist voll im. Was machst du denn da? Boah, wir werden echt boykottiert hier von unseren Schergen. Also. Sex Education ist eine Serie, wo der Titel eigentlich schon vorgeht, um was es geht, es geht um eine englische Stadt, einen englischen Ort, der allerdings aussieht, als wäre das irgendwie in Maine oder ich so. Ich wollte auch gerade sagen, ich habe wirklich 10 Minuten gebraucht, bis ich gecheckt habe. Genau. Irgendwann ist dann halt einer mit dem Auto vorgefahren und da wusste ich, okay, ist doch England. Es ist doch England. Ja, aber es, du hast recht, es sieht sehr Maine. Es spielt an einer Hochschule und es fängt an wie so eine typische. Soll ich das jetzt Sexklamotte nennen? Also wie du hast gesagt, Porkies und diese Eis am Stiel Geschichten. Also es geht um Sexualität, nicht nur in der Jugend, sondern es auch die Erwachsenen haben Probleme. Eine der Hauptrollen ist eine Sextherapeutin, gespielt von Gillian Anderson aus Akte X, die fantastisch ist, die ich noch nie so gut gesehen habe. Ja. Ihr Sohn wird gespielt von, ich weiß jetzt leider seinen Namen nicht, von dem Jungen, der auch in Hugo Cabré unter anderem und die Insel der besonderen Kinder von Tim Burton. Stimmt, hat er auch mitgespielt. Genau. Und es ist so toll geschrieben. Ich liebe wirklich jede Figur, selbst die Antagonisten. Es geht um Verklemmtheit, was natürlich super ist in England, in Britannien, also quasi das Mutterland der Verklemmtheit. Mhm. Ne, wenn man an die ganzen es ist eigentlich ein Spin-off zu dem Sketch in Das Leben des Brian, wo John Cleese die Sexerziehung macht und vor der Klasse mit seiner Frau poppt. Ja, 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 ja. Wie ihr seht, dringe ich jetzt in meine Frau ein. Und ungefähr so ist das auch. Ja. Aber es wird ernst genommen, es ist lustig, es geht auch um Liebe, es geht um das Erwachen von Sexualität und ich habe wirklich jede Folge total geliebt. Die dritte Staffel ist jetzt gegrünlichtet worden auf Netflix. Was hat dir daran nicht gefallen? Nee, mir hat es einfach, weil mich hat das, mich interessiert das. Mich interessiert das Thema Sexualität nicht. Nee, oder was? Mich interessiert das Thema Sexualität bei Teenagern einfach nicht mehr. Das geht doch um viel mehr. Ja, das mag ja sein, aber vordergründig ist es erstmal so und es muss ja, so eine Serie muss ja irgendwas haben, irgendeinen Hook haben, dass ich dranbleibe. So, und wenn der Hook schon nicht stimmt, da können die Darsteller noch so toll sein, was ich absolut so unterschreibe. Gillian Anderson ist super und ich meine, ich glaube, dass das für viele Fanboys echt so ein feuchter Traum ist, da Gillian Anderson, also Agent Scully zu sehen, wie sie sagt, Penis, Penis, Penis. Das glaube ich schon. Das war Kristall, das war nicht mal. Du weißt, was ich meine. Ich weiß, ja. Dass sich Agent Scully über Sexualität ne? Und die Schauspieler sind alle toll, auch dieses eine Mädchen, die ja wohl ein absoluter Klon ist. Wahrscheinlich aus dem Charme-Haar von Margot Robbie. Language, geklont. Gary. Ja, das kommt sogar von dir. Das was? Ist doch, das habe ich nie gesagt. Doch, Gary. Das hast du mal gesagt, vor Jahren. Nicht mit Margot Robbie, aber ist auch egal. Sie sieht Margot Robbie kannst du doch nicht sehr, sehr ähnlich und ich bin mal gespannt, ob die jemals mal irgendwie Geschwister spielen oder so. Könnte gut sein. Ja, nichtsdestotrotz, also wie gesagt, reicht dir nicht? Alles in Ehren, aber die ganze Thematik interessiert mich nicht und daher war ich nach der zweiten Folge raus. Von mir eine Riesenempfehlung und Sex Education. Und das, was du übrigens gesagt hast, ihr mit John Hughes, das stimmt hinten und vorne nicht. Doch, das ist sehr im Geiste von John Hughes, Gary. Nein. Sex Education. Habt ihr das Bild gesehen von Gillian Anderson als Margaret Thatcher? Nee. Das hat doch einiges ausgelöst im Internet, gerade bei. Was machst du denn da? Wie der T-Rex hier irgendwie. Also,
Gillian Anderson spielt in der vierten Staffel von The Crown Margaret Thatcher. Und es ist... Das ist auch die letzte Staffel, ne? Nee, es gibt vier. Es gibt vier Staffeln. Ja, die letzte. Die vierte ist die letzte. Die vierte ist die letzte, richtig. Ja, du hast recht. Entschuldigung. Hm. Und es sind die ersten Fotos aufgetaucht von Gillian Anderson als Margaret Thatcher, was dazu geführt hat, dass viele Leute geschrieben haben, so, jetzt muss ich meine ganze Sexualität nochmal überdenken, weil sie sieht ja nun wirklich echt richtig klasse aus. Und wenn du sie siehst in Sex Education und denkst Margaret Thatcher, da bist du schon mal sehr... Ja, das passt einfach. Ja, ne? Ja. Nur wollen natürlich die Briten jetzt nicht unbedingt eine sexy Margaret Thatcher sehen. Nee, so wie wir ist keine auch ein bisschen sexy, eklig. So wie wir keine sexy Angela Merkel sehen. Ja, wollen. Thatcher war auch echt kein guter Mensch. Irgendwie. Das stimmt. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf Gillian Anderson als Margaret Thatcher in The Crown. The Crown 4. Ich weiß nicht, ob Margaret Thatcher kein guter Mensch war, das ist immer vermessen, aber sie hat einige politisch... fragwürdige Entscheidungen. Genau, und Margaret Thatcher natürlich auch gespielt von Meryl Streep in dem Film. The Eiserne Lady. Ganz genau. Star Trek Picard. Habe ich noch nie reingeguckt. Ich habe die erste Folge tatsächlich gesehen und hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich muss ja wirklich sagen, ich war ein riesen Next Generation Fan in den 90ern. Wir sind damals wirklich noch, bevor es sowas gab wie Streaming, wirklich nach London gefahren mit einem Bus, mit Grafsreisen und kamen mit Plastiktüten voller Videokassetten, voller VHS-Kassetten wieder, um die neuesten Star Trek Next Generation Folgen zu sehen. Das war die Serie, die wir wirklich damals, noch bevor es das Wort Bingen gab, gebinged haben. Wirklich 5 Folgen hintereinander, gerade später in den Staffeln, wo dann so Folgen kamen, wo Data angefangen hat zu träumen, also wo es auch surreal wurde. Und jetzt natürlich Patrick Stewart wieder in seiner Paraderolle zu sehen, in einer wirklich... Den ich ja mal getroffen. Ja, hast du ihn mal getroffen? In London. Wen? In dem Musical Sunset Boulevard. Ach so. Wen? Saß er in meiner Reihe und musste an mir vorbei. Hast du dich mit ihm unterhalten? Nein. Also. Ich habe nur zu Gundula gesagt, da kommt Captain Kirk. Super. Weil ich so aufgeregt war. Aber war es Patrick Stewart? Ja, natürlich. Der eine von den Eurythmics. Also du hast dich nicht mit ihm unterhalten? Nein, leider nicht. Jetzt könntest du mich fragen, ob ich mich mal mit ihm unterhalten muss. Ich habe mich schon zweimal mit ihm gesprochen. Echt? Ja. Wow. Zu einmal zur Pressekonferenz von dem Star Trek-Film Der Aufstand. Und dann war ich bei der Pressekonferenz, das war sehr, sehr bizarr, ich weiß nicht, ob ich das schon mal von erzählt habe, zum ersten X-Men-Film. Cool, naja, spannend drüber. Das war auf Schloss Bensberg, da saßen Halle Berry, Famke Janssen, Bryan Singer und Patrick Stewart zusammen quasi in einer Reihe am Tisch und haben über den ersten X-Men gesprochen. Also ich muss ja sagen, ich... Und er ist Captain Picard. Ja, ist das nun mal ein verkörpertes. Auch da habe ich das Gefühl, der ist überhaupt nicht gealtert oder gut operiert worden. Ich weiß es nicht. Der ist nicht operiert worden, der altert schön. Der altert schön. Es ist halt so, Männer mit Glatze sehen halt. Männer mit Glatze altern gut. Ja. Das ist einfach so. Männer mit Glatze sehen halt mit 30 schon aus wie 60. Ja. Deswegen sehen die mit 60 aus wie 30. Ja, so, genau. Einmal mal kurz. Nein, es gefällt mir sehr gut und mir gefällt der Ansatz von Picard sehr. Es geht ja darum, dass die ganzen Romulaner. Ansatz, er hat doch eine Glatze. Sehr gut. Ja. Dass die ganzen Romulaner jetzt Flüchtlinge sind oder geflüchtet sind, weil Romulus ja irgendwie explodiert ist. Und das schlägt es wieder eine Kurve oder einen Weg zu den J.J. Abrams Star Trek Filmen. Ja, Carbon. Aber ich wollte, ich wollte nämlich auch fragen, muss man The Next Generation gesehen haben, um das zu verstehen? Es hilft. Es ist nicht verkehrt. Also wusstest du sofort, was das ist? Die Remulaner und die essen Fischstäbchen mit. Die Remulanen. Ja. Eine weibliche Remulanerin heißt Remulade. Es hilft natürlich zu wissen, wer die Borg sind. Es hilft natürlich zu wissen, dass weißt du das? Ja, du kriegst von denen einfach keine Sachen wieder. Ja. Das ist es doch. Handlungstechnisch waren die... Da kenne ich aber einen. Okay. Ja. Ein Fall für die Borger. Auch gut. Auch guter Film. John Goodman. Sehr guter Film. Nee, und das ist ein guter Mann. Es hilft natürlich, The Next Generation gesehen zu haben. Ich glaube, die Serie ist auch wirklich gemacht für die Next Generation Fans. Und es gibt auch ein paar Gastauftritte. Ja, natürlich auch von Next Generation, Seven of Nine hier. Jerry Ryan spielt mit. Und der Data? Der Data kommt in einer Traumsequenz. Brent Spiner, wunderbar. Und auch Jonathan Frakes und so weiter. Und das ist eigentlich, und das war ja auch toll, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dass Patrick Stewart Whoopi Goldberg gefragt hat,
gefragt hat, ob sie in der zweiten Staffel mitspielen will. Ah, okay. Nee. Vor laufender Kamera. Ah. Die wird dann wieder die Geinen spielen, die Berater. Ja, 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 ja. Und gefällt mir super. Also ist eine ganz tolle, ist eine Fernserie. Und ich glaube, so muss man das auch machen. Was ich an Star Trek immer gut fand, das war immer so dieses Lebensbejahende. Weißt du, es war eine Utopie aber es hat, du hast immer in dieser Serie hast du immer so das Gefühl, der Hoffnung schwingt so immer mit. Ja. Also so, dass die Menschen doch noch die Kurven kriegen. Ja, auch die Grundidee von Gene Roddenberry. Deswegen heißt es genau. Star Trek, das ist eigentlich eine Western-Serie im Weltraum. Genau. Deswegen Trek. Aber, und jetzt im direkten Vergleich natürlich auch mit Star Wars. Das hat mich ja so bei Starship Troopers runtergezogen. Ja, ja. Genau. Die ganzen toten Käfer. Nasses Laub. Egon Höhn. Und Event Horizon fand ich auch nicht lebensbejahend. Kennt ihr den? Das war richtig alter mit Falter. Mit Lawrence Fishburne ist er, glaube ich. Mit Lawrence Fishburne, ja. Und Sam Neill. Ja. Genau. Und Fishburne kannst du ja vermeiden, wenn du die Platte einfach niederherstellst. Richtig. Muss man auch dazu sagen. Ganz richtig. Die spielen ja alle mit bei Jurassic, bei dem nächsten Jurassic World. Beim letzten Jurassic World. Auch Laura Dern, Oscar-Gewinnerin. Alle. Sam Neill spielt mit und Goldblum. Das Tolle ist bei Star Trek, und das sieht man jetzt auch bei Picard im Gegensatz zu Star Wars, es können mal wirklich auch Themen angerissen werden. Es können auch mal wirklich Themen angerissen werden, die halt über dieses Gut-Böse, Macht und so weiter hinausgehen. Ja. Es können mal wirklich Sachen auch durch die Form der Serie. Das Star Trek hatte natürlich immer die Probleme der Filme. Es gab ja diese Formel. Jeder gerade Film ist gut und jeder ungerade Film ist nicht so gut. Echt? Ja, ne, Zorn des Khan gilt als einer der besten Filme. Und dann kam wieder einer, der nicht so gut war. Dann kam der Film in San Francisco mit den Wahlen, der natürlich absolut großartig war. Ja. Und aber in den Serien, auch gerade bei Deep Space Nine und auch bei Voyager, können einfach auch mal so Themen angerissen werden. Picard ist tatsächlich eine gute Serie, weil ich hatte ist wirklich ein Startbild ist wirklich gesehen, gut. Gedacht, warum geht es? Inkontinenz und Ackerbau? Nein, so, das war, es ist wirklich es ist richtig, eine sehr na, gute... Doch, ich habe mir überraschend brutal tatsächlich. Oh ja, ja. Und also es wird geflucht ohne Ende. Ja. Also das gab es bei Star Trek auch noch nicht, dass irgendwie Picard gesagt hat, what the fucking surprisingly brutal. Ja. Das steht hinten so auf so einer DVD drauf. Stehbeck, SpongeBob der Film, surprisingly brutal. Ja. Hast du noch was im Kino gesehen, über das wir reden müssen? Nee, ich habe nichts gesehen, ich habe nichts geschafft. Was habe ich denn genetflixt? Ich habe die zwei Päpste gesehen. Ja. Fand ich toll. Wortspiele, also gute Wortduelle halt einfach, beide, sowohl Hannibal Lecter als auch der Typ aus Brasil. Boah, Sam Laurie. Was für ein Film, ja. Was? Sam Laurie. Ja, und dann kommt die Fliege auf. Sam Laurie. Richard Price ist das doch, oder heißt das? Ja. Aus Brasil spielt Brazil. Jonathan Price Sam Laurie. Jonathan Price. Wer singt das? Verschiedene singen das, ist Standard. Im Film Brasil wird der Titelsong Brasil gesungen von Kate Bush. Oh. Yes. Musik von Michael Kamen. Von Michael Kamen, ja. Okay. Der ein eigenes Kreuz hat hier in der Nähe. Mhm. Lass uns. Der hat auch einen eigenen Berg. Den Berg Kamen. Den Berg Kamen. Darfst du was nicht anfangen, Thorsten? Ja, das führt zu nichts Gutem. Zu spät. Ja, also zwei Päpste, gute Sache. Zwei Päpste, gute Sache, ja, es geht. Ich finde, der Titel spoilert viel. Ja. Aber es gibt zwei Päpste und Verschämtheit. Eine Frechheit. Und es ist ein toller Film, einfach mal gucken. Es bringt jetzt nichts, da was vorwegzunehmen. Es geht viel um den Glauben. Ja. Und es geht viel um Stigmata und Dogmen. Also Dogmen nicht Menschenhunde, sondern. Oh. Ja. Ich habe Dogma, ich habe bei dem Film Dogma auch gedacht, das geht um eine Hundemutter, aber das war gar nicht so, sondern um. Das ist der, wo Alanis Morissette Gott spielt. Genau, ja, genau. Richtig, ja. Ganz sehr lustig. So, wir haben uns natürlich und, auch. George Carlin spielt auch mit. George Carlin spielt auch mit, richtig. Mhm. Klar. Und Ben Affleck und Matt Damon. Wir mussten uns natürlich auch von ein paar Leuten verabschieden in den letzten Wochen. Wie gesagt, beim letzten Podcast. Das klingt, wie du wirst, das klingt, als hätten wir sie persönlich getötet. Wir mussten uns leider verabschieden von. Übrigens, what the. Da kommt jetzt gerade, wird uns gerade was reingereicht. Mystery Box. Ach so, bitte nicht. Ja, klar. Mystery Box genau. Nicht, okay, alles klar, intern. Terry Jones ist gestorben mit 77 Jahren. Terry Jones. Und
Das hat mich sehr traurig gemacht, komischerweise. Ja, es war aber... Wieso halt komischerweise? Es war natürlich auch naja, beim Komiker kann man schon mal Nein, das war es gar nicht, weil ich bin natürlich ein großer Monty Python-Fan, aber Terry Jones hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Also da ist mir John Cleese, ist mir da näher gewesen. Aber natürlich weiß ich, wer Terry Jones ist. Aber du wusstest schon, dass Terry Jones ja krank ist. Das wusste ich zum Beispiel tatsächlich nicht. Deswegen. Er hat bei den Live-Auftritten, die sie ja noch gemacht haben 2014, hat er ja zum Beispiel bei dem Crunchy Frog Sketch die Sachen abgelesen. Ja. Weil er sich das alles nicht mehr merken konnte. Ja. Jetzt weiß man warum, weil er einfach an einer Form von Demenz erkrankt ist und daran halt auch gestorben ist. Ja, ich habe einen Auftritt. Und Terry Jones natürlich nicht nur Mitglied der Pythons, wie schon gesagt, auch als Regisseur eine große Nummer. Time Bandits war Terry Gilliam. Entschuldigung. Life of Brian, die ganzen Python-Filme hat er natürlich gedreht, zusammen auch mit Terry Gilliam, der bei Ritter der Kokosnuss mehr oder weniger für das Production Design zuständig war. Er hat auch Filme gemacht wie A Private Function mit Julie Waters in den 80er Jahren. Filme, die jetzt nicht so gut gelaufen sind. Auch Erik der Wikinger, da haben sich auch ein bisschen die Geister dran geschieden. Ich mag den sehr. Mit Halbtür Robins, ne? Der Schwarze. Geile deutsche Übersetzung. Fand ich mal. Halbtür. Halbtür stimmt, der Schwarze. Stimmt, ja. Richtig, ja. Köpfen, nur Füße ab. Das fand ich fantastisch. Das ist John Cleese, glaube ich. Ja, das ist John Cleese. Nur die Füße. Und Terry Jones nur die Füße, ja. Terry Jones selber spielt ja den König von Atlantis, der als Atlantis dann untergeht. Bleiben Sie ruhig, es passiert hier nichts. Alles ist gut. Und, Halbtür der Schwarze. Also du bist ja ein großer Monty Python Fan und du hast doch meines Wissens nach hast du Terry Jones sogar mal getroffen. Ich habe Terry Jones einmal getroffen was ist los, Thorsten? Warum brichst du gerade zusammen? Lass uns doch einfach die auf der Liste nennen, die du noch nicht getroffen hast. Und dann Kirk Douglas habe ich nicht getroffen. Ja, so. Ich habe Terry Jones tatsächlich getroffen 2007 was war die Goldene Rose von Luzern. Da sind wir aufgetreten mit Nightwash. Damals, Ingo Appelt war dabei und ich glaube... Lieben Gruß, Ingo und Reinhard Grebe war dabei. Weil auf jeden Fall hörte ich dann, als ich in Luzern war, dass Terry Jones den Preis kriegt für das Lebenswerk von Monty Python. Ja. Und ich muss dabei sein. Ich und Terry Jones... Was für eine Gelegenheit. Und ich hab wirklich alle Kontakte und ich durfte dann tatsächlich mitfahren. Es fand statt auf einem Berg. Oben, ganz oben, wir mussten mit der Seilbahn hochfahren und Terry Jones hat dann diesen Preis entgegengenommen und es gab ein großes Essen und ich habe mich auch kurz mit ihm unterhalten können. Habe ihm kurz gesagt, dass ich meine Magisterarbeit über Monty Python geschrieben habe. Er tat so, als ob er das jetzt irgendwie gut findet. Aber ich war wirklich dann doch auch sehr aufgeregt natürlich, weil das gehörte... Die ganze Zeit murmelt er, fuck you, Bilbo. Aber es hat ihn schon... Noch ein Minzplätzchen? Ja, genau. Aber ich war natürlich total aufgeregt, weil das natürlich auch zu meiner Bucketlist gehörte, ne? Einen von Monty Python mal zu treffen und sich mit dem zu unterhalten. Bucketlist ist Gary, erklär mal Bucketlist. Es gab da auch den Film, The Bucket List. Ja, das ist halt die Liste mit Sachen, die du noch tun willst, bevor du stirbst. Ist auch besser, wenn man sie macht, bevor man stirbt. Ja, alles andere wäre. Es gibt auch den Film mit Jack Nicholson und Morgan Freeman, The Bucket List. Ja, der hieß, das Beste kommt zum Schluss. Ganz genau, richtig. Ja, was ich sehr ergreifend fand, war deswegen, ich dachte, BBC. Der Film hieß im Original The Best is Yet to Come, aber stimmt überhaupt nicht. Nee, das BBC-Interview mit Michael Palin. BBC wäre so wie Bibis Beauty Palace. Ich habe es lange nicht verstanden. Bibi Blocksberg. Ja. Wo er über seine Freundschaft mit Terry Jones sehr ergreifend und dann auch Tränen in den Augen hat. Und ich hatte kurz an dem Tag, wo sein Tod bekannt gemacht wurde, hatte ich auf einer Webseite, war ein unheimlich tolles Foto, wie ich fand, von einem jungen Terry Jones, der in so einem Sessel saß und sehr gelacht hat. Mit langen, wallenden Haaren und ich mir so vorgestellt habe, dass da jetzt so außerhalb des Bildes von uns nicht einsehbar seine ganzen Kollegen sitzen und die einfach diesen Blödsinn sich ersinnen, der dann Monty Python ausgemacht hat. Das hat mich doch sehr angerührt. Und das ist auch das Bild, was auf seiner Beerdigung hingestellt worden ist. Tatsächlich. Das ist das Bild. Das ganz ist, toll. Ja. Man kann Terry Jones war natürlich deswegen sehr, sehr wichtig für Python, weil er...
die ganze Struktur auch. Also Python war ja wie eine Rockband. Ja. Also Cleese und Jones quasi so als gegenseitige Antagonisten, die sich immer so ein bisschen wie Len McCartney so ein bisschen eben auch mal bekriegt haben. Ja. Und deswegen fällt ja auch die vierte Staffel von Monty Python Flying Circus so ein bisschen ab, weil Cleese ja nicht mehr dabei ist. Aber in dem Moment, wo sie sich zusammengerafft haben und auch wo Cleese und Jones was zusammen gemacht haben, wie zum Beispiel Mr. Creosote in Das Leben des Brian. Ja. Ja, also eine der besten Kotz-Szenen in der Geschichte des Kinos. Du meinst The Meaning of Life. The Meaning of Life, Entschuldigung, natürlich The Meaning of Life, der Sinn des Lebens. Tut mir leid, das ist die beste Kotz-Szene in der Geschichte des Films. Also ich meine, direkt danach kommt Stand By Me. Stand By Me ist auch schön. Ich fand aber auch die Kotz-Szene bei Knives Out sehr schön. Ja. Ja, und noch nicht was, ist denn da, was ist denn da, es wird gekotzt, so heißt der Film auf Deutsch. Was ist denn deine Lieblingskotzszene in der Filmhistorie? Meine Lieblingskotzszene ist natürlich aus Die Hexen von Eastwick. Sehr schön. Stimmt, da wird gekotzt. Aber Franja Sonnenschein, Kirschen. Mit Kirschen. Noch eine Kirsche. Also das schlägt sogar den Exorzisten, finde ich. Ja. Ne? Und Trainspotting 2, die ist auch sehr schön, die Kotzszene. Ja. Wenn Gott böse ist, nennt man es Natur. Da habe ich so Bock drauf, den wieder zu sehen. Ja, der Pferdeschwanz von Jack Nicholson. Und er hat eine schöne Frisur. Du besitzt den Pferdeschwanz von Jack Nicholson. Ich besitze die DVD. So abgeschnitten. Und guck's wahnsinnig. Ich mag die Musik von John Williams unglaublich gerne. Er hat auch einen Oscar verdient. John Williams. Das ist John Williams. Michelle Pfeiffer, Cher und das Susan Kostüme von Nino Cerutti. Das heißt, der hat 1984 oder 85 oder 87, aber dann war, hat der bereits Modetrends wie Hoodie unterm Sakko alles vorweggenommen. Mm. Das war fantastisch. Richtig. Mm. Großartiger Film. Völlig überraschend ist Kirk Douglas gestorben mit 103 Jahren. Mit 103 Jahren. Großartiger. Was ist da denn passiert? Natürlich absolut. Also Verbeugung vor Kirk Douglas. Ja, natürlich Kirk Spartacus. Douglas. Und ich liebe auch den Film. Ein sehr integrer. Wie heißt nochmal der Film mit Burt Lancaster aus den 80er Jahren? Harry und Sie können es nicht lassen. Harry und Sally. Mit Harry und Sally, ja, genau. Ja, wo die Red Hot Chili Peppers auch mitspielen in einer Tatsächlich. Ja, ich weiß, welchen Film du meinst, aber war das nicht auch einer der letzten Filme von Burt Lancaster? Ich glaube, ja. Ich glaube auch, ja. Ja, ich glaube, Burt Lancaster war einer seiner letzten Filme, war tatsächlich Held der Träume? Nee, das war mit Mike Myers hier, Wayne's World. Was? Da hat Burt Lancaster mitgespielt? Das ist Charlton Heston, Entschuldigung. Da verwechselt du, ja, genau. Ja, Josef Hülsmeier ist gestorben, großer deutscher Regisseur. Ja, Herbstmilch zum Beispiel, aber auch Stalingrad, Schlafesbruder. Comedian Harmonist, großartig. Der hat nicht Heimat gemacht, ne? Oh, nee, Heimat war nicht Filzmann. Nee, das schlag mich irgendwie so. Aber es gibt auch ein paar Leute, denen wir gratulieren können, weil sie noch leben. Gene Hackman ist 90 geworden. Hurra! Der ursprüngliche Lex Luthor, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also Gene Hackman ist ja auch, man beste sagt das Lex ja immer Luthor. So, das ist ja immer so eine Plattitüde, aber das ist auch einer von der Garde Schauspielern, die alles spielen können. Der kann komische Rollen spielen, er kann ernste Großartig Rollen spielen. Großartig in The Birdcage, in der amerikanischen Fassung von The Birdcage. Den habe ich nie gesehen. Da ist Gene Hackman großartig. Und natürlich ist er großartig, hast du den gesehen mit Jennifer Love Hewitt und Sione Viva? Dieser Film, wo sie Heiratsschwindlerin spielen. Ja, den habe ich gesehen. Und da spielt er auch so ein Typ mit so einer angeklebten fetten Nase und er ist auch Gene Hackman ist super. Hat sich aber Heartbreakers. Also nicht Heartbreakers, der deutsche Film mit Heartbreakers aus Recklinghausen, sondern Heartbreakers. Und er ist natürlich auch großartig in Royal Tenenbaums. Ist alles auch fantastisch. Aber ich mochte ihn tatsächlich als Lex Luthor in Superman, mochte ich ihn auch. Er war sehr, sehr lustig. Wer hat denn da nochmal? Ned Beatty hat seinen Schergen gespielt. Aber hast du nicht enttäuscht, dass am Ende er erst die Perücke abnimmt und dann war so eine schlecht aufgeklebte Maske? Ganz genau. Das war nicht wirklich Method-Acting. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen French Connection. Ja. Beide Teile. Ja. Ganz Friedkin. Genau. Und Robert Wagner ist auch 90 geworden. Ja, der Typ, der kann nicht so viel spielen. Der spielt über Prinz Eisenherz. Hallo. Ich habe Robert Wagner habe ich in der Erinnerung, werde ich nie vergessen, den Film mit Spencer Tracy, wo wo die beiden Brüder spielen und da ist ein Flugzeug abgestürzt auf irgendeinem Berg, wenn nicht sogar die Eiger auf dem, wo die. Was?
Und es geht darum, dass der Robert Wagner, dass der ist der jüngere Bruder und der will praktisch da hoch, nicht weil er möglicherweise die Überlebenden retten will, sondern er will praktisch ist so wie so ein Leichenflatterer, so ein Grabräuber. Echt? Genau, und Spencer Tracy, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Also mal googeln. Ja, genau. Super Film, super spannender Hat Film. Hat aber herzlich natürlich nicht zu vergessen. Ja. Wunderbar synchronisiert natürlich von auch, Joachim Kerzel. Natürlich. Aber auch immer noch kontrovers. Natürlich wegen Natalie Wood. Da gehen wir jetzt aber nicht drauf. Nee. Lass uns mal da nicht drauf eingehen. Ich liebe Robert Wagner ganz kurz nur noch auch in allen Austin Powers Filmen. Ja, das ist natürlich auch absolut fantastisch. Ja, ja. Simon Pegg ist 50 geworden. Am Valentinstag. Ja, hurra. Ja, habe ich neulich beim Pinkeln noch getroffen. Ja. Neulich ist gut, neulich aber ist gut. Egal. Ein bisschen aber trotzdem. Ja. Ja, und der Austausch da bei euch, das war auch echt super. Ne? Hi. Gut, da. Hände gewaschen. Ja, ist klar. Ja, Simon Pegg, danke für viele tolle Filme, fürs Pinkeln und für viele tolle Filme. Was macht Simon Pegg? Wahrscheinlich Mission Impossible. Der ist, glaube ich, gerade von Tom Cruise okkupiert worden um die nächsten 6 Teile von Mission Impossible. Ja, die drehen jetzt 2 erstmal. Die drehen jetzt 2 an einem Stück. Und ich glaube, das war es dann auch tatsächlich. Es gab ein paar Fragen. Ja, ich lese mal ein paar Fragen vor. Fragen. Nee, warte mal. Moment mal, können wir das mal strukturell ein bisschen anders machen? Können wir jetzt mal die Mystery Box machen? Weil, ja, Wir haben ein Problem beim Schnitt, dass die Liste unserer Patreons da nie so richtig da reinpasst. Irgendwie, es wird immer sehr knapp am Ende. Mit der Mystery Box. Deswegen könnten wir das vorziehen. Deswegen sollen wir den Höhepunkt vorziehen? Es ist ja dramaturgisch. Gundula, dann erklär du das bitte. Können wir das mal bitte aus dem Off erklären? Die Liste der Patreons ist mittlerweile so lang, dass wir. Okay. Ja, genau. Lest die alle vor. Komm schon. Datenschutz AD. Datenschutz außer Dienst. Okay, pass auf. Dann ziehen wir jetzt einfach die Mystery Box vor. Warum nicht? Wir haben es ja irgendwie so. Also, ja. Sieht's ja locker. Komm, trifft ja keinen Beim Arm. Beim letzten Mal haben wir gefragt, was ist der Zusammenhang wie ist die Verbindung von Josef Hader und Jean-Claude Van Damme? Da sind wieder einige richtige Antworten reingekommen. Aber war ein bisschen knifflig. War knifflig, waren diesmal nicht so viele. Das war ganz schön, waren einige Ratefüchse dabei. Oh. So, Josef Hader hat gespielt in dem wunderbaren Film Arthur und Claire. Der in Amsterdam spielt, wenn ihr ihn nicht gesehen habt, guckt ihn euch bitte an, ein ganz, ganz toller Film. Wie sowieso jeder Film mit Josef Hader ein toller Film ist. Ja, in der Tat. Absolut. Arthur und Claire. Und da spielt die wunderbare Florence Kasumba, eine Kellnerin, eine ganz kleine Rolle. Florence Kasumba ist eine deutsche Schauspielerin, die auch mitspielt in Black Panther. Ja, als Gefolgschaft von Black Panther. Und damit natürlich auch in Avengers Infinity War. Ah. Jawohl. Und in Avengers Infinity War spielt Chris Pratt, natürlich Peter Quill, Star-Lord, ja. Der spielt mit in Guardians of the Galaxy 1 und 2, natürlich, klar. In Guardians of the Galaxy 2 hat Sylvester Stallone einen kleinen Gastauftritt, und zwar als Starkar-Ogott, auf. Okay. Sylvester Stallone spielt mit, natürlich in Expendables, und in Expendables 2 spielt Jean-Claude Van Damme sehr gut, mit. Sehr gut. Das war mein Weg von du bist echt der Lord of. Ja, ihr könntet euch Lord auch mal was ausdenken. Ganz ehrlich, für mich, mein Gehirn funktioniert so. So, und jetzt muss ich mir. So, da haben einige Leute. Wo ist der Eimer? Erzähl mal eben, was will ich mich bücken. So, hier sind die. In diesem schönen rustikalen Eimer. Ein kleiner rustikaler Eimer, in dem vorher noch Milch geschöpft worden ist, zieht Thorsten Sträter Butter jetzt. Getreten. Richtig. Ja, Butter getreten. Von einem sehr kleinen Menschen. Ja, von sehr. Ja. Und zwar mit einem Fuß. Hat ein bisschen gedauert. Wurde eine Woche lang Butter getreten. Fußgetretene Butter. Weißt du was mit den bekackten blauen Zetteln hier? Komm schon. Okay, ich habe einen Zettel. Die sind nicht bekackt, die sind ganz sauber. Es ist Silvia Garlinger. Entweder aus der Schweiz oder Silvia Garlinger Schweiz. Nein, sie ist aus der Schweiz. Ja, dann mach doch ein Komma dahinter, du Opfer. Entschuldigung. Silvia Garlinger ist zu spät. Der ist aber heute. Verzeihung bitte. Grüß entschuldigen kann ich der das Schweiz. Nicht. Du kannst das Komma nicht entschuldigen. Nein, das Grammatik. Silvia Garlinger. Es ist richtig. Wie richtig. Der Amerikaner sagt, boah, Silvia Garlinger gewinnt die Mystery Box. Ist das nicht genial, dass wir so europaweit so sehen? Ja, und Silvia Garlinger, wir kennen Silvia Garlinger, denn sie hat uns beide besucht. Letztes Jahr, sie ist zu einer meiner Lesungen gekommen und zu dir hier ins Majestic nach Waltrop aus der Schweiz. Sie hat sich Urlaub genommen, um uns zu sehen. Zu einer Vorpremiere ist sie gekommen. Sie hat uns diese wunderbaren Kekse gebacken.
Ist das nicht ja. schön? Ja! Ist das nicht schön? Jetzt weiß ich. Ist das nicht schön? Guck mal, im Hirn so blubbern. Die Streeter-Bender-Streberg-Kekse. Ja, super, ja, stimmt. Silvia. Ja, ja, Silvia. Wir bedanken uns. Das war so. Jetzt wirklich gezogen. Das war jetzt nicht irgendwie gemauschelt oder manchmal so. Manchmal kommen sie wieder. Nee, ich habe einfach reingepackt. Einfach reingepackt. Silvia Garlinger. Da gibt's die Zettel drin, wo Silvia Garlinger draufsteht. An deinen nein, netten stimmt. Sohn. Das geht jetzt in die Schweiz. Kostet uns ein bisschen mehr Porto. Ja. Ne? Aber da, wir ja, haben ja eine Portokasse. Ist ja außerhalb. Kann ja kommen, abholen, Kekse mitbringen. Ist weiß ich ja nicht. Außerhalb von Europa. So, die nächste Mystery Box geht an die oder die, denjenigen, der folgenden, oder dasjenigen, der folgenden Zusammenhang herausfindet. Ist jetzt ein bisschen blöd von mir, aber mir ist nichts anderes eingefallen. Wie gesagt, die beiden anderen kommen einfach nie drauf. So. Was ist der Zusammenhang von, welche Personen verbinden Hennes Bender und Grace Jones? Hennes Bender und Grace Jones, und zwar eine Hochzeit muss dabei sein. Oh. Und es muss ohne Götz Otto sein. Ich bin raus. Wäre ich auf beide ohne. Wäre ich von vornherein auch gar nicht gekommen. Weil ich, ja, mit Götz Otto, da bin ich jetzt auch raus. Ja. Weil, ja. weil mein erster Impuls Götz war Götz Otto. Götz Otto, ja. Ja, ja. Aber gut. Okay. Oh Mann, ich habe mal mit Götz Otto gedreht, deswegen. Das, ja, ja, ist mir schon klar. Ah. Das ist aber ich habe auch schon mal mit jemandem anderen gedreht. Mit jemand anderes? Jemand, mit jemand anderem. Mit jemand anderem gedreht. Und es muss eine Hochzeit mit dabei sein. Okay. So. Oder? Und ein Todesfall. Nein. Lassen wir. Die betreffende Person lebt nicht mehr, tatsächlich. Okay. Yeah. Beide. Okay, jetzt so. Zuschauerpost, haben wir Zuschauerpost? Okay, Zuschauerpost. Also, Dominik, bitte, ehrlich. Ganz kurz, antworten natürlich bitte an post@streeterbenderstrebeck, wird eingeblendet. Genau. post@streeterbenderstrebeck.de. Nicht über Facebook, nicht über Twitter, nicht über Instagram. So, bitte das was? Ja, Entschuldigung, ich bin auch über 50. So, post@streeterbenderstrebeck, bitte die Antworten nur per E-Mail, Thorsten. Richtig. Dominik Ehrlich, euer Fazit über Chaos auf der Feuerwache, euer Standing zum Ehrenamt. Naja, ein Fazit zum Chaos auf der Feuerwache, da weiß ich jetzt gar nicht, worum es geht. Das ist ein Film, glaube ich, ist dieser Film mit Michael Cena. Und der hieß doch nicht Chaos auf der Feuerwache. Vor allen Dingen Fazit, das hört sich so an, als wenn ich länger darüber auf Deutsch Chaos auf der Feuerwache. Ja doch, der heißt so, ja. Okay, ja, auf Deutsch. Auf ja, Deutsch. Ja, ja, euer Standing zum Ehrenamt viel wichtiger. Kim Keegan Dings. Ja. 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 Wir haben euer Standing zum Ehrenamt, das, um das mal klar zu sagen, Feuerwehr, Rettungsdienste, technisches Hilfswerk und so weiter, wird gar nicht hoch genug ach so, geschätzt. Ja, ihr solltet ja, ja. wöchentlich absolut. Einen Orden kriegen und jeder von euch einmal im Jahr ein Bundesverdienstkreuz. Ja. Warum ihr das tut, ist mir schleierhaft. Es ist so ehrenwert. Wie nichts anderes. Das stille Ehrenamt, weißt du, und dann auch noch oft unter Einsatz seines Lebens, das kann man nicht hoch genug einschätzen. Das wisst ihr ganz genau, aber es muss gesagt werden. Eigentlich muss einmal die Woche gesagt werden. Ja. Und ich verstehe nicht, warum ihr da kein Bundesverdienstkreuz und alles. Also das ist schon. Ihr seid so. Ihr seid schon Superhelden, ihr alle. Ja, definitiv. Gibt es einen guten Film über die Feuerwehr außer Backdraft, der schon gut war, und Ladder 49? PS, der Film mit Joaquin Phoenix. Und spielt auch lange in meiner Psyche, der Oscar für Quirin, ja, definitiv Leider verdient. Danke. Guter Feuerwehrfilm. Film? Ja, ein Feuerwehrfilm. Serien hätte ich zwei anzuschauen. Ja, Serien gibt es natürlich die von der Frau, die auch Dingenskirchen geschrieben hat, Grey's Anatomy. Mhm. Tolle Serie, wohl über Feuerwehrleute, wenn man drauf steht. Frequency wird gerade gesagt von Marco Pagel. Also, gut, ich lese hier gerade vor, wie die sich untereinander unterhalten. Was ist denn das für eine Ebene? Ich komme mir vor wie Gott. Marco Schmidt-Tet schreibt, Dominik Ehrlich, No Way Out mit Brolin. Ein 9 von 10 Film. Titans, ja, ich bin in Titans. Noch nicht, warte mal. Ja, lass okay, uns kurz komm, bei drauf. Simon Hein. Lass uns mal kurz bei Feuerwehr bleiben. Ist denn World Trade Center nicht auch ein Feuerwehrfilm, wenn man genau ja, sind? Ja, nu. Mit Nicolas Cage von das Oliver Stone. Das ist mehr so ein Verschüttfilm. Ja, oder Bringing Out the Night ist zum Beispiel auch so ein Film, der einen richtig runterzieht mit Nicolas Cage als Rettungssanitäter. Ist das nicht sogar Bringing Out the Dead, meinst du? Bringing Out the Dead. John Goodman und Genau. Das ist ein Scorsese, oder? Scorsese, ja. Also serienmäßig Third Watch ist definitiv eine super Feuerwehrmann Serie und mit Dennis Leary jetzt. Oh, ich komme jetzt nicht. Ach, natürlich, ja. Wie heißt er noch? Ja, ich weiß, es gibt eine Feuerwehrmann-Serie. Eine Feuerwehrmann-Serie mit Dennis Leary. Die klassische Feuerwehrmann-Serie. Gott, wie heißt er denn? Die auch so post 9/11 ist. Also, wo 9/11 auch eine ganz große Rolle eigentlich spielt, obwohl es danach spielt. Aber eigentlich ist Volcano auch eine Feuerwehrmann-Serie, oder? Ja. Wenn man was willst. Film, oder? Ja. Ja, also, da ist die Feuerwehr auf jeden Fall im Einsatz. Jetzt hört nervt mich jetzt total, dass ich jetzt den Titel von der Serie nicht ist weiß. Ist nicht schlimm. Doch. Ja. Das nervt mich jetzt. Dann guck danach.
Und natürlich der beste Einsatz eines Feuerwehrfahrzeuges im Film ist natürlich Rescue Me. Ich weiß es wieder, Rescue Me heißt die Serie. Ghostbusters? Ich dachte eher an Dark Knight. Das brennende Feuerwehrauto. Ja, ja, ja. Was man eben ja, so in ja. einem Schwenk, ja, was ja. eine der verstörendsten Bilder in der Filmgeschichte ist. Und was denn? Ja. Dark Knight. Dachchen. Tja, Tag, wir arbeiten hier. Danke. Ja. Vielen Dank. So. Weiter. Ja, Rescue Me heißt die Serie mit Rescue Dennis Leary. Kann ich sehr empfehlen. Ein geniales Titelstück. Come on, come on. Ich weiß jetzt nicht von welcher Band, aber super. Haben wir. Die Band ist die, das sind die Goombay Dance Band. Die Goombay Dance. Kennst du noch die Goombay? Natürlich. Ja, natürlich. Hatte mein Vater die Singers von. Ne? Ja. Natürlich, klar. So. Son of Jamaica, the lady. Der Simon Heim. Der hat einen schönen Mini-Pli gehabt. Ja, würde dir auch stehen. Ich glaube, dass du. Mach Geschlechtsverkehr mit dir selbst. Pass auf. Simon Heim. Bitte? Ich schaue mir zwar jede Folge von euch an, aber ich weiß nicht mehr, ob das bereits Thema war. Mich würde interessieren, welche Lieblings-Soundtracks ihr drei so habt. Ja. Ich liebe Soundtracks generell. Ich mag Batman Begins, ist ein fantastischer Soundtrack von. Nicht nur Hans Zimmer, sondern auch James Newton Howard hat, glaube ich, mitgemacht. Natürlich, klar. Die haben zusammen gebastelt. Finde ich fantastisch. Ich mag sehr gerne den Soundtrack von Straßen in Flammen, der Jim Steinman Soundtrack. Ja, ja. Den habe ich auch sehr geliebt. Ich mag unglaublich gerne den Soundtrack von Jenseits von Afrika. Ich mochte unheimlich gerne den Superman Soundtrack, obwohl das der erste Soundtrack war, wo ich mir dachte, starkes Titelthema. Und danach wird das ja sehr erzählerisch, also auch die Musik, die Untermalung. Es gibt so unermesslich viele Soundtracks, die ich liebe. Es gibt keine Top-Soundtracks. Das gleiche gilt für mich auch, aber ich habe es schon mal gesagt, es vergeht kein Tag in meinem Leben, wo ich nicht mindestens eine Melodie von John Williams vor mich hin summe. Ja. Oder pfeife. Hast du einen Lieblingsfilm? Wenn ich darf. Wenn du darfst. Hast du einen Lieblingsfilm? Lieblingssoundtrack von John Williams? Nee, also Indiana Jones, Star Wars, also alles, was man mitpfeifen kann. Ja, genau. Und direkt danach kommt Ennio Morricone. Auch Ennio Morricone, auch fantastisch. Ja, das ist für mich so dieses Ecstasy of Gold. Ganz tolle Filmmusik ist auch die immer von die Lenny Niehaus zusammen gemacht hat mit Clint Eastwood, wie zum Beispiel Unforgiven. Ist ein ganz, ganz toller Soundtrack. Gene Hackman. Und das stimmt. Sind ziemlich furiose, also da gibt es ganz, ganz tolle Soundtracks. Ja. Auch Gran Torino war ein toller Sound. Michael Giacchino ist Michael Giacchino sowieso. Giacchino auch, kommt großartig. So langsam. Was ich jetzt gerade tatsächlich, weil ich den Film jetzt kürzlich erst nochmal gesehen habe, La La Land, da zoome ich ständig die. Ja, ja. Es gibt einfach diese Musik, Musical-basierten Soundtracks. Ich liebe den Soundtrack von Toy Story. Randy Newman, Randy Newman, so wie was auch mich aggressiv macht, ist You've Got a Friend in Me. Da möchte ich sofort irgendwie die Fresse polieren. Ich hasse den Song. Das wird auf meiner Beerdigung You've laufen. Got a Friend in Me. Das wird nicht auf deiner Beerdigung. Wenn du tot bist, werde ich dafür sorgen, dass auf deiner Beerdigung irgendwas von Right Side Fred läuft. Don't talk, just kiss. So, der Soundtrack vom Dschungelbuch natürlich, aber ich liebe auch Forrest Gump. Liebe ich. Ja, Forrest Gump ist auch so ein Oscar-Song. Alles von Alan Silvestri. Von auch super. Alan Silvestri auch Alan Avengers, Silvestri. Ne? Natürlich auch. Alan Silvestri ist gut in Märschen. Und wenn jemand stirbt. Ja, Silvestri ist auch ein Experte. Aber der Soundtrack von jetzt hier gerade wieder bei Netflix hier Castaway. Ein sehr, sehr zurückgenommener Soundtrack, aber unheimlich schön. Also da können wir stundenlang drüber reden. Ja, also Soundtracks, ganz, ganz wichtig. Oh, das ist so wichtig. Was haben wir noch? Simon Heim, habt ihr schon mal besprochen, Filme, die eigentlich schlecht sind, man mag sie aber trotzdem sehr gern. Bei mir wäre Roadhouse so ein Film mit der tollen Musik des unvergessenen Jack Healy. Hat er absolut recht, ich finde Roadhouse generell in seinem überernst genommenen Machismo, der hat mir sehr viel Freude gemacht. Also absolut beschissene One-Liner und dann auch gar nicht so gut gemachte Karatekämpfer, das habe ich sehr genossen. Das ist, Patrick Swayze als knüppelharter Türsteher. Sam Elliott ist in dem Film wirklich richtig geil. Den mochte ich auch total gerne und es gibt so Filme, die ich scheiße finde, wie Invasion aus dem Innern der Erde mit dem Infra-Superman. Wirklich so ein japanischer Drecksfilm, den ich immer noch genauso liebe wie als Kind. Ja. Jeff Healy habe ich übrigens mal gesehen in der Zeche in Bochum. Natürlich. Das war der blinde Gitarrist, der leider auch schon verstorben ist. Und der hat immer seine Gitarre immer nur auf dem Schoß gehabt. Ja. Das war absolut fantastisch, wenn man in der Zeche gesehen. Und er begrüßt ihn auch, er kommt in dem Film auch vor und spielt. Und dann heißt es, hey, was machst du hier? Ich weiß gar nicht mehr, wie in Roadhouse, wie er da hieß.
der Patrick Swayze. Und es war immer total... Namen. Roadhouse war ja, so ein bisschen... war das nicht auch nach einem japanischen Film? War das nicht die Sieben Samurai? Oder war das nein, überhaupt was? Nicht. Es ist interessant. Kommt keine Türsteher in den Sieben Samurai vor. Nein. Es ist interessant, wenn man Roadhouse, wenn man sich mal das Make, die Serie The Movies That Made Us auf Netflix und sich da mal Dirty Dancing anguckt. Das ist auch sehr, sehr, sehr interessant. Da wird nämlich Roadhouse auch, die sind da gerade schon dabei, Roadhouse zu planen, weil Roadhouse natürlich ein Vehikel war für Patrick Swayze. Ja. Ich fand es so witzig, da gibt es diese schöne Geschichte mit Bill Murray und Roadhouse, und zwar entweder ist es der Regisseur oder der Produzent von Roadhouse, ist verheiratet mit der Hauptdarstellerin von Roadhouse. Wie heißt sie noch? Kelly Lynch. Genau, Kelly Lynch. So. Und jedes Mal, wenn Roadhouse irgendwo läuft im amerikanischen Fernsehen, ruft Bill Murray ihn an und sagt, deine Frau fickt Patrick Swayze. Und wenn es nicht Bill Murray ist, dann ist es einer von den Murray-Brüdern. Jedes Mal irgendwie deine Frau bumst Patrick Swayze. Sowas. Okay, weiter geht's. Du hast Bumsen gesagt. Kennt ihr die Serie Kein schöner Land nach dem Buch von L.K. Heidenreich? Leider ist dies nirgends zu kaufen und ich habe sie sehr geliebt früher. Sagt auch Simon Heim. Nö, kenne ich nicht. Nee, nein, aber... Ich finde L.K. Heidenreich, es ist auch ein Genie, ein weibliches Genie. Generell. Und Tour de Ruhr, natürlich wunderbar, mit Marie-Louise Meyer. Also leider Und dem jungen Ralf Richter als jugendlicher Love Interest. Jetzt wird es interessant, lustig. Also es war auch gerade interessant, aber jetzt wird es nochmal interessant. Daniel Walter an alle. Wie steht ihr zu deutschen Independent-Filmen? Die finden bei euch so gut wie nie statt. Ja, warum wohl? Damit meine ich Filme wie Heilstätten. Kartoffelsalat. Kartoffelsalat war ein wirklich beschissener Film. Was ist das? Ich kenne das nur als Speise, aber nicht als Film. Von hier Fresh Torge, einem YouTube-Star. Nein, das war ein wirklich extrem infantiler, billig gemachter Drecksfilm, wo aber auch Charles Rettinghaus mitgespielt hat. Okay. Ich glaube für Lacko, was ihn sehr ehrt. Der zweite Teil ist jetzt gekommen. Kartoffelsalat 3, The Musical. Sie haben den Teil 2 übersprungen. Der soll um Welten besser sein. Ich habe ihn trotzdem nicht gesehen. Es gibt so Sachen, die jetzt komplett an mir vorbeigehen. Ja, ihr müsst ein bisschen aufpassen. Reality XL kenne ich nicht. Cannibal Diner, da frage ich mich, worum wird es wohl gehen. Und Bela Kiss, ich habe sie nicht gesehen. Es tut mir sehr leid. Sorry. Vielleicht sollte man sich doch mal außerhalb des Hollywood-Dings mal so ein bisschen mehr bewegen. Das ist ja schön mit Parasite jetzt, dass man sagt, okay, es gibt auch Filme außerhalb der ganzen Hollywood-Maschine, die sehenswert sind. Naja, aber das sind Filme, da musst du schon wirklich speziell nachsuchen, wenn nicht sogar irgendwelche Festivals besuchen, um die überhaupt zu sehen. Aber wann läuft denn mal so ein Film wirklich in... Naja, wenn du mal einen guten deutschen Film sehen willst, kannst du gucken. Antikörper, jederzeit kann man den gucken als tollen deutschen Thriller mit internationalem Format. Ich mochte auch Tattoo, hieß der, glaube ich, sehr gerne. Mit Fatih Çeviklou, der darin so einen eiskalten, der eigentlich Kabarettist ist und Schauspieler. Fatih Çeviklou. Ja, Çeviklou. Nimm's mir nicht böse, Fatih. Fatih. Und der spielt darin einen eiskalten Ermittler und ich habe noch nie so eine geile, super geil. Ja, der ist jedes Mal, wenn ich ihn sehe, sage ich ihm das. Und der ist der Schauspieler von eiskalter, von Hause aus. Geiler Ermittler in dem Film. Auch ganz toll. An Hennes, was ist der schlechteste Film der letzten Jahre, den du gesehen hast? Und war ich dabei, Hennes? Ja. Ganz ehrlich, dadurch, dass du dabei warst, bleibt dieser Film für immer in meinem Herzen. Das ist sehr schön, aber er bleibt auch in meinem Arsch, weil der Film einfach trotzdem riecht. Natürlich über Cats. Ja. Trotzdem muss ich sagen, dass ich Underground 6 oder Six Underground viel schlimmer fand als Cats. Na gut. Weil er mich einfach jede Sekunde lang beleidigt hat. Ja, mich nicht. Mich nicht. Also mich hat Cats mehr beleidigt. Ich wurde aber auch gefragt. Wir haben für Cats Eintritt bezahlt. Wir haben Nachos gegessen. Habe ich gerne bezahlt. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich will die SMS von dir. Ich will Cats sehen. Dreck. Ich habe Angst. Dann gehen wir zusammen. Ja, aber das ist, wir haben das zwei ist eine Selbstzerstörungssehnsucht. Zwei Stunden lang Händchen haltend im Kino gesessen und Thorsten wiederholte immer nur diesen Einsatz. Und du hast diese Tampontröte unter der Nase gehabt. Ich hatte meine Nasenscheidenwand. So haben wir da gesessen. Lassen. Ja, genau. Und Thorsten sagte immer nur den Satz und er wiederholte ihn wie ein Mantra. Hennes, siehst du das gerade auch? Ja, Hennes, zwischendurch mal, ich glaube, ich habe ein Arschloch gesehen. Ich habe das Arschloch von der Katze gesehen. Und nach einer halben Stunde war das, komm, ist gut, Hennis, wir haben es probiert, lass uns einfach abhauen. Das werden wir nie vergessen. Wenn wir irgendwann mal alte, greise Männer sind, werden wir darüber noch reden. Ja, das also sind jetzt zwei Kalenderwochen. Ja. So, an Thorsten. Welche unverfilmte Stephen King-Geschichte würdest du gerne verfilmt sehen? Oh ja, dreierlei. Zum einen würde ich gerne verfilmt sehen, adäquat und vernünftig, bitte nochmal Running Man. Jawohl. Oh. Und zwar in genau dieser ausgezerrten, schlimm. Ich würde es gerne als Miniserie sehen, von HBO oder so. Ja. Bin ich sofort dabei. Ja.
Und zwar mit einem entsprechend ausgezehrten Protagonisten und nicht mit Arnold Schwarzenegger. Das war ein bisschen daneben. Habe ich dir mal gesagt, also ich finde die Musik von Harold Faltermeyer war geil, aber das war's. Ich finde ja, Michael Biehn in Terminator 1 hat so diese Anmutung gehabt. Ja. Von dem aus, ja, der war noch zu hübsch. Ja. Also an sich ist das ein Adam Driver. Weißt du, ja, was ich meine? Ja, ja. Gab es nicht mal eine ja, mit Arnold Schwarzenegger, das war... Nein, ja, aber ja. Es gab doch mal, gab es nicht mal eine Running Man Neuverfilmung als Serie oder so? Das Thema, diese Thematik, die wurde oft verfilmt und ja, auch hier mit Michel Piccoli als Jeder Showmaster. Jeder Kopf hat seinen Preis. Genau, dieser französische Film, der war auch großartig. Naja, aber das Millionenspiel. Das Millionenspiel. Dieter Hallervorden. Mit einem grandiosen Dieter Hallervorden. Und mit einem bösen, ganz hervorragenden Dieter Thomas Heck. Aber hör mal, super gecastet. Also das ist jetzt, glaube ich, vor 2 Jahren erst wieder auf DVD erschienen. Ich bin noch nicht fertig. Ja, Entschuldigung. Weiter. Ja, bitte. Dann möchte ich sehen, Der Marsch, also The Long Walk. Auch Richard Bachmann also genau. Stephen King. Da möchte ich gerne sehen, wie sie es umsetzen können, dass das eine Gruppe von Menschen, von Jugendlichen so lange geht, bis nur noch einer überbleibt. Wenn du länger als 10 Sekunden stehen bleibst, wirst du erschossen. Wenn du 2 Mal innerhalb einer Stunde stehen bleibst, wirst du erschossen. Wenn du dich einfach auf die Straße setzt, wirst du erschossen. Und sie gehen, bis nur noch einer überbleibt und der bekommt den großen Preis. Und das will ich umgesetzt sehen. Ist das nicht ein bisschen Battle Royale gerade, was du erzählst? Nee, ja, schon irgendwie, klar. Battle Royale, ja. Aber es ist, sie gehen einfach. Es geht einfach um so eine Art natürliche Auslese. Es geht um dystopische Zukunft, wo der General der Chef ist, den du nie siehst. Und der lässt sie einfach marschieren. Das Buch handelt davon, dass sie gehen, bis nur noch einer übrig ist. Und das in so einer Einstellung gedreht wie 1917. Ist sie eingeschlafen? Gunla? Ja. Das möchte ich gerne sehen. Und spielt keine Rolle hier. Ich mach mir und zum Dritten täte mir... Denk an die Leute, denk nicht an die täte mir die etwas altbackene Dracula-Reminiszenz Salem Slot. Würde ich gerne nochmal in Ruhe und vernünftig verfilmt sehen auch. Obwohl ich mochte das, die Miniserie mit David Soul. David Soul. Ja, sie war so näher. Ich meine, sie lassen den Vampir aus dem Sack und es ist einfach ein Nosferatu-Klon. Und das fand ich so ein bisschen lame. Ja. Weil in Wirklichkeit ist dieser Dracula er wird im Buch beschrieben als Herr mit graumelierten Haaren oder einem Schnäuzer, der so ganz langsam wieder ein bisschen frischer wird. Und da habe ich eher. Ich habe den Roman sehr genossen. Also ich mochte ihn. Ich mochte ihn auch, wie er aufgebaut war. Hast du noch was? Nö, das war's. An Gary, wie kann man im Bereich Hörspiel Fuß fassen als Neuling? Vor allen Dingen mit einer beruflichen Vorgeschichte im Bereich Comic, Film oder Roman? Roman. Einfach anrufen. Bei dir oder was? Nein, einfach die Produktionsfirmen, die es gibt, einfach da anfragen. Also was anderes gibt es. Was hast du denn gemacht? Wie bist du denn zum Hörspiel gekommen? Kann ich mal gucken, was wir haben? Ich bin durch dich zum Hörspiel gekommen. Du bist durch mich durch Hörspiel gekommen. Ich bin durch dich zum Hörspiel gekommen. Und auch zur Sprache? Ja. Auch? Habt ihr auch die Sprache so? Was ist denn da passiert? Was war denn da? Ach, wegen Merlau oder was? Nein, du hast gesagt, der Oliver Döring, der braucht einen Autor. Und dann habe ich mich bei Oliver Döring gemeldet und der sagte, hör mal, ist ja ein Zufall, ich brauche einen Autor. Weißt du, unsere Karrieren fußen so ein klein bisschen darauf, dass Glück. Ja. Auf total. Vorbereitung und Gelegenheit trifft. Ja. Und das ist einfach unglaublich schwer zu sagen. Die Chemie muss stimmen und dann muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das ganze Bruce Willis-Ding nur andersrum. Und es ist der hat auch mit Die Hard auch einfach Glück gehabt, ne? Das sollte eigentlich, wie gesagt, die Dokumentation sagt, der Frank Sinatra soll es spielen, der die Rechte daran hielt und irgendwann sagt, ich bin zu alt und zu reich dafür. Ja. Was ich verstehen kann. Ehrlich gesagt. Habt ihr noch was? Oder hast du noch? Nee. Was ist damit? Was hast du hier auf dem Tisch liegen? Gary Fischer. Entschuldigung. Ja, genau. Ich habe... aus unserer Reihe Zeugs, das wir in die Kamera halten. Genau, eine sehr geniale Biografie über Carrie Fischer, geschrieben von Sheila Weller. Natürlich nicht, geht ja auch nicht. Sie hat ja auch sehr viel geschrieben. Ganz genau. Die ist jetzt auch sehr ganz autobiografisch. Neu. Auch sehr autobiografisch. Aber diese Biografie, die ist geschrieben und die ist wirklich sehr, sehr gut. Ich habe sie auch als Hörbuch und habe da einen Riesenspaß. Von ihr? Von der Autorin nicht. Nicht gelesen? Ich weiß nicht, von irgendeiner amerikanischen Schauspielerin oder so oder Sprecherin. Und es ist auch bebildert und es ist toll, weil Carrie Fisher hat echt ein sehr, sehr interessantes Leben gehabt. Da hat sie auch selber oft genug drauf hingewiesen. Natürlich Tochter von
Hollywood-Stars und Debbie Reynolds und wie hieß der noch? Fischer. Fischer Z. Fischer ja. Z. Genau. Fischer Nein, also wirklich. Fischer Price. Und Fischer. Sie war, Carrie Fisher war für mich, ich habe kürzlich noch eine Dokumentation gesehen, Bright Lights, über Carrie Fisher und Debbie Reynolds. Breite Lichter. Sie ist wirklich so eine erwachsene Pippi Langstrumpf gewesen. Also sie ja, führt da. Da ist ein Moment, da macht sie so einen Rundgang mit der Kamera, mit dem Kameramann durch ihr Haus und es ist großartig. Du hast wirklich das Gefühl, das ist die Villa Kunterbunt. Da ist so viel zu sehen und das ist deswegen, also ich mag das sehr und Carrie Fisher ist echt, hat sehr viel Humor gehabt. War komplett wahnsinnig durchgeknallt und eine der tollsten ganz Menschen, glaube ich, die jemals auf diesem Planeten. Genau. Und in dieser Galaxis rumgelaufen sind, Carrie Fisher alive. Das ist gerade so in Zeiten wie jetzt eigentlich so eine Stimme, die wirklich fehlt. Carrie Fisher alive on the edge, geschrieben von Sheila Weller, als Hardcover auf Englisch noch nicht auf Deutsch. Noch nicht auf Deutsch erschienen. So, und ich habe jetzt 8 Wochen Zeit, das bessere Batman-Kostüm zu machen. Ganz genau. Ich habe noch einen Screen-Test muss ausreichen. Nur kein Druck aufbauen. Ich habe noch zwei kurze Sachen. Es gibt im März einen neuen Podcast mit mir zusammen mit Thomas Nicolai, mit meinem lieben Freund Thomas Nicolai. Der wird heißen Juckt hier keine Sau. Blühende Landschaften für die zwei Leute, die es vielleicht interessiert. Danke, Thorsten. Der heißt Blühende Landschaften wird er heißen, der Podcast. Und es ist ein Ost-West-Dialog, denn Thomas kommt aus Leipzig und ich komme aus der strukturschwachen, aber charakterstarken Region Ruhrgebiet. Und was da ich habe bereits einen Podcast gemacht mit David Kebekus und Jan van Weide, der ist schon online erhältlich. Ja, wir heißt der? Ja, schön. Habe ich vergessen. Und aber Sie haben ein geiles Plakat. Noch dabei. Eine schöne. Bitte was? Bitte was? Nein. Hast du was zu sagen? Dann bitte schriftlich. Danke. Und noch eine kleine Sache, über die wir nicht gesprochen haben, ist, dass Rick Moranis aus der Rente zurückgekommen ist. Yo. Rick Moranis? Rick Moranis kommt aus der Rente wieder. Da frage ich mich, was sie dem geboten haben. Für was denn? Für einen neuen Teil von Liebling, ich habe die Kinder gestrumpft. Ist das für eine Serie? Oder ist es die Serie? Ja, weißt du mehr als ich? Ja, das ist für eine Serie. Ist für Disney Plus. Ja. Tatsächlich. Disney Plus. Super geil. Disney Plus und da gibt es eine Honey, I Shrunk the Kids Serie. Und da spielt super Rick geil. Moranis, der ja eigentlich berentet ist. Ne? Genau. Der macht ja nicht mehr mit. Und der auch wirklich konsequent zu sämtlichen absolut Projekten Nein gesagt hat in den letzten Jahren. Also von daher denke ich, sie haben ihm einiges geboten. Dass wir Disney das Portemonnaie aufgemacht haben und Rick Moranis war auch ein Sympath. Ich glaube aber auch, dass sie mit einer sehr guten Idee angekommen sind, weil sonst hätte er es, glaube ich, nicht wahrscheinlich gemacht. Wahrscheinlich. Ja, das wollen wir jetzt einfach mal vergessen. Es werden einfach die Kinder nicht geschrumpft in der Serie. Konsequent. Es wird vorgetäuscht und jedes Mal immer ist das Kind kleiner. Nee, ist wie gestern. Und dann messen die nach. Ja, stimmt. Nee. Ende. Meter 1, Teil 1, der Pilot wird konsequent nicht geschrumpft. Ja. Das wäre geil. Also. Dann sind wir durch, oder? Dann sind wir. Ist unserer 70. Folge. Meine Herren und Damen. Ja, wie viele Jahre sind das, Hennes? Was? Das sind über 5 Jahre. Haben wir noch irgendwie eine Deadline für die Mystery Box? Nö, wir haben ja immer so einen Monat, oder? 15. März. Dachte mal, Deadline wäre so eine Telefonnummer, wo immer andere Väter anrufen. Nee, die Deadline ist okay. Das beste deutsche Filmmagazin. Ja. Hält ja in die Kamera. Also 15. März ist der Einsendeschluss für die Mystery Box und es war mal wieder ein Vergnügen mit euch. Ja, danke schön. Wir reden mal ein bisschen nur so zurückgeben. Aber schön. Ich liebe deine Ehrlichkeit. Wir reden beim nächsten Mal über den neuen Pixar-Film, über Onward auf jeden Fall. Oh ja, auf jeden Fall. Freue mich sehr drauf. Und da wird Thorsten auch wieder viel dazu sagen. Ganz kurz, wie fanden wir Pasewka? 10. Staffel. Zu Ende geguckt? Zu Ende geguckt? Ihr seid doch Opfer. Ich muss noch Staffel 1 bis 9 gucken. Boah. Das ist so toll. Aber ich freue mich sehr auf die neue. So toll geschrieben. Ich freue mich sehr auf die neue Staffel von Curb Your Enthusiasm, das Original zu Pastewka. Was doch klar. Ach, das kannst du doch gar so gar nicht mehr sagen. Sag ich aber. Guck, die 10. Staffel von Pastewka. Schau, wie man Fäden zusammenführt. Ja. Fäden so muss man schreiben können. Dann läuft's. Das lernt man da. Ist das ein Workshop? Ja, wie man Fäden zusammenführt. Gut. Dann wird da drüber gesteppt, zickzack, Stich. Du bist so am Weinen. Ich freue mich sehr auf das Bett. Aber es wird im übernächsten Podcast. Bis nächsten werde ich es nicht schaffen wegen der Terminlage, aber ich fange an, sobald ich Zeit habe und dann. Und das wird im Bastelkeller von Thorsten Sträter. In der Kammer. In der dunklen Kammer. Das war's von uns. Hier aus Waltrup in der Nähe von Dortmund. Wir haben natürlich wir haben diesmal aufgenommen, das haben wir gar nicht gesagt, wo wir sind. Im auch blöd, Majestics, ne? In dem kleinen sympathischen. Im Majestic Theater in Waltrup. Eine wunderbare Lokation.
Schaut mal, kommen da kommen Sie immer ganz, ganz viele Künstler. Ganz viele Künstler, Thorsten Sträter zusammen mit Till Hoheneder immer hier mit ihren Silberrücken. Ja. Dings, sind das abgelehnte Texte oder was ist das? Abgelehnte Texte, nicht fertig gekriegte Texte. Ja. Texte, die einen unguten Dreh nehmen, wo du sagst, was soll die Kacke? Da ist Till Experte. Oh ja. Das oder Texte, die man einfach, die einfach kein Ende nehmen auch. Da bist du ja mehr ja, an der und generell Begebenheiten, die zwischendurch passiert sind. Es gab ja eine Menge unschöner Dinge, die dann auch auf Bühnen passieren und abseits davon. Und das gestalten wir recht launig. Genau. Und ansonsten ist das Live-Programm vom Majestic natürlich auch absolut empfehlenswert. Ist es. Geht mal auf die Homepage. Und wir sind alle schon aufgetreten. Liked, teilt uns, schreibt uns Kommentare. Genau, hinterlasst, liked uns auch bei Apple Podcast, das macht sich immer gut. Ich bin mal gespannt, wie das mit dem deutschen Podcastpreis wird. Bin mal gespannt. Ach, weiß ich nicht. Ach, ja, ist jeder, ja auch echt. Jeder, ich sag's nochmal, jeder Podcast inklusive Apfelstrudel und Pimpanellen, alles ist alles. Jeder Podcastpreis ist nominiert. Wenn du auf die Seite guckst, wissen sie nicht mal selber, wann Einsendeschluss zu Ende ist. Wenn das nicht die Hackis gewinnen, dann schieße ich mir ein Loch in den Arsch. Ich habe ein Loch im Arsch. Ich wollte gerade sagen. Noch ein Loch in den Arsch. Weil es muss so sein, die haben die größte Fanbase, was es das Ganze zu einem großen Mummenschanz macht. Aber Absolut. Wir fühlen uns sehr geehrt, dabei zu sein. Und ich bin auch ein großer Felix Lobrecht-Freund und Fan. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Micky Beisenherz hat gepostet, dass, glaube ich, der Podcastpreis derjenige bekommt, der nicht darum gebeten hat, dass man für ihn abstimmt. Weil, glaube ich, jeder geschrieben hat, bitte stimmt für ihn ab. Felix und Tommy Schmidt hätten da gar nicht rumbitten müssen, schätze ich mal. Ist auch egal, ob wir den gewinnen oder nicht. Wir haben euch lieb. Wenn wir den gewinnen, komme ich mir ein bisschen verarscht vor. Ja, wollen wir mal abwarten. Wenn wir den gewinnen, hat auch Felix Lobrecht irgendwas damit zu tun. Kannst du mir erzählen, was das ist? Bist du sicher? Ich weiß es doch nicht. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall haben wir euch auch so oder so lieb. Und teilt uns, liked uns. Und bis zum nächsten Mal. Und das Schlusswort hat natürlich unser, der Streberch. Der Gerry. Der Streberch. Alles Gute, auch beruflich. Das Grauen. Ich kann es leider nicht machen. Nee, kann ich nicht. So, jetzt eine Runde Kacken, Spaghetti Bolognese hinlegen. Dankeschön. Sträter, Bender, Streberg. Der Podcast. Mit Thorsten Sträter, Hennes Bender und Gerry Streberg. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann kann man uns auch man nennt das Abspannvideo. Ja, dann kann man uns auch abonnieren. Die Abspanner kann man da unten, auf deinem Gesicht da. Auf meinem Gesicht. Ja, genau. Dahin. Ja, genau. Sieht man mich dann überhaupt noch? Ja. Schön. Also falls ihr uns nicht schon sowieso schon abonniert habt, dann man sollte das machen. Dann ist man immer voll dabei. Wenn es euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes.